Hallo und willkommen bei immer noch Nilpunkt. Wir haben gerade eben das Passwort-Game aufgenommen. Deswegen sage ich immer noch, aber wir sind noch auf der Website Ich und habe hier voll die gibt's. Idee geklaut. Ja. Ja, ich. Ja. John hat ja die Idee geklaut, scheinbar von Fully. In meinem Video. Wo beide dabei sind. Ich glaube, das ist mehr so eine Dynamik zwischen den beiden. Das geht uns gar Wie nichts an. gesagt, es war Man meine Idee, dabei kennt's. hat Fully das vor einer Woche reingeschrieben. Ich habe es vergessen. Ich wollte nicht so eklig wirken. Genau, und da gibt es noch verschiedene andere Dinge. Wo wollen wir reinschauen? Ich will in Days Since Incident reinschauen. Ja, Wonders von of mir Street aus. View natürlich auch, Boah. ne? Wonders of Street View können wir auch gerne Da muss gleich man hier rein. raten. Wahrscheinlich. Oh Days nein, Since Moment, ach, da Earthquake. steht Nee. was. 0 Tage seit dem letzten Erdbeben. Ja. Ja. Ach so, wir müssen nichts machen, Von das 13 sind Infos für Minuten. uns. Oh shit. Oha. Oh, ein Stärke 6.0 Erdbeben. Vor 16 Vor Stunden 16 in Stunden. Antigua und Barbuda. Ba Oh, das ist die Sache, die mir am meisten Angst macht. Barbuda? Solar, Einfach nein, mit ja. Flips. Die Solar Flares. Ja, da könnten alles 10. einfach mal Juli. Ist wie alle mit. elektrischen Geräte nicht mehr Ist funktionieren aber ich, oder Freund, wir sterben. ich will nicht, dass ihr Angst habt oder so, aber das sind M2.3 Oh Oh nice. nein. Solarflare gewesen. Muss niesen. Ich habe da nur eine M2 in meinem PC. Mies. Ein interplanetarischer Schock. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich auch nicht. Klingt doll. Oh! Klingt doll. Klasse, X1 Solarflare. Oh, 9 Tage. Ja, ist doch nicht so aufregend. Ich wusste auch nicht, Hurricane. was das Geh hier mal ist. ganz unten hin, was da so, das was am wenigsten passiert. Ui, shit. Der Urknall. Jo, was ist Mir würde das? vielleicht eins von diesen Spielen gefallen. Was sind das für Zahlen? Terraton Asteroid Impact. Ach so, ja. Vor Oh, das ist schon 35 länger nicht mehr. Millionen Jahren. Ja. Da habe ich noch nicht gelebt, du. Aber. Fast. Ja, spannend auf jeden Fast, Fall. Der ja. 500 Meter hohe Megatsunami 1958. 500 Meter? Krank. Ach du Das ist Scheiße. Tuya Bay. Und eine Stärke 9,5 Erdbeben. Oh, das klingt auch ziemlich mies. Ist gar Ja. nicht gechillt. Boah. 250 Meter Megatsunami in In Washington. Washington? 1980, okay. Oi. Weil das letzte Mal zwei Atomwaffen verloren gegangen sind. Der. 1980. Also ich sag's mal so, Was? Freunde. Moment, Das mit dem verloren Tsunami. gegangen? Die sind in den Ozean gefallen, dann so, ja, können wir nicht retrieven. Nee, ich sag's mal so, das mit dem Tsunami, das ist eine Sache, da kannst du nicht sagen, ist nicht passiert. Das haben alle gesehen. Also mit den Atomwaffen, es Auch würde du mir meinst. sehr schwer fallen zu glauben, dass nicht in den letzten 20 Jahren mindestens eine verloren gegangen ist. Was willst Das du sagt sagen? Ja, uns Entschuldigung, ich keiner. habe eine Atombombe verloren. Ups, hier in dem Gebiet ist sie ungefähr. Könnt ihr mal schauen, wie sie findet. Ist gedroppt. Verloren. Sorry Hat die nicht so dafür. ein Tag von Apple dran oder so, dass man die merken kann oder so? Ja, würde man meinen. GPS. Ja, weiß man wenigstens, wo man wegbleiben will. Halloween Solar Storm. Das ist Ah. ein gruseliger Name dafür. Buh. Ja, ich erinnere mich an Ja. dieses Erdbeben. Ja, daran erinnere ich mich auch. Das war doch gleichzeitig. Oh, Oh was? ja, das Oh ergibt Sinn. Oh, Scheiße. ja. Da war ja doch was. Und ein Ingenieur war eigentlich der Meinung, jo, wir haben das super unsicher gebaut hier. Wollen wir das nicht eigentlich anders machen? Könnte ja ein Tsunami kommen. Na. Gut. Ja. Ich würde sagen, was haben wir sonst Toll. noch? Wonder of Street View. Da sollen anscheinend so kuriose Dinge von Street Warte, View ich gezeigt wollte werden. gerade sagen, ich Super glaube, ich bin gerade blind. cool. Ich habe alles, was ich da bisher gesehen habe, war einfach super witzig. Das sind Sieht ein bisschen Ich aus wollte wie gerade sagen, es sieht ein Kunstwerke. bisschen aus wie Deutschland, aber nein, es ist Schweden. Das ist komplett anders. Ja, Das ich ist wollte gerade erstens sagen, so das sieht Elche, aber so oder? aus, was man an manchen Städten einfach so sehen Finde ich würde jetzt aber an gar nicht mal Figuren. so komisch, diese Dinger hier. Ich meine, Nö. das ist halt so Kunst, ne? Oben kannst du auf Random wahrscheinlich klicken und dann kommen die Sieht nächsten. aus wie deine Mutter auf 4 Beinen. Hallo? Wow. Kennst du doch gar nicht. Hallo? Kennst du die? Das ist wie eine Waffe bei einem Kumpel. Oh, pass auf, der fällt!
Hä? Also da war der mit, also der mit seiner, mit der Kamera, mal, der, hat, der war dann ganz Street lustig. View. Doch, doch, du kannst, das ist es ja gerade. Die haben so Rucksäcke auch, wo dann die Kamera drauf ist. Oder eine Hand, nee, die halten so einen Stab in der Hand. Also ich glaube nicht, dass jemand mit dem Auto hochgefahren ist. Kannst du alles bei Street View finden, darum geht es ja. Dass man aber guck mal, der läuft da lang und da macht gerade einer so einen Sprung über ihn rüber. Oder? Nein, ich denke, Dinge. Sie haben explizit gesagt, ich mach den Sprung und dann machst du das Foto. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Nee. Ich weiß nicht, ob man das kontrollieren kann, die Fotos, die die Dinger machen. Hä? Ja, so dumme kein Auto nee. Ja, klar. Wie soll also, man das, was soll denn passieren? Alle passiert, ich kann nichts machen. Nein, vielleicht passiert es automatisch oder so, dachte ich. Ja, bei den Autos, aber... Hm. Aber sowas? Nein, machen wir weiter. Also ich denke, Zufall. Wenn man eine manuelle Funktion gibt, ist aber das schon sehr das, sinnvoll. Aber weil wenn die automatisch... dass die hier auf so Berge gehen für sowas auch. Ja, eben. Du bist übrigens so aktuell, Juli bis Oktober sind sie wieder in Deutschland unterwegs. Der Schuh ja. des Manitou. Bags Ice Cream. Oh mein ja. Gott. Übrigens auch lustig, auf der Homepage von Google Street View stand, wenn du mal vorbeigehen willst und winken willst zum Auto, wir sind dann und dann bei dir, habe ich eingegeben. Yo. Und da stand dann einfach, wir sind zwischen Juni und Oktober bei dir. Wow! So, dann stelle ich dich mal hin und wink ein bisschen für 4 Monate. Freunde, ich möchte euch mal mit dem ultimativen Leben vertraut machen. Erklär. Da ist dieses Haus, das ist ein riesiger Schuh und da gibt's Eis. Was ja, seltsam ist. Aber stell dir vor, du wohnst hier, du verlässt ja jeden Tag dein Haus und denkst du dir, was mache ich am besten? Das erste, was du siehst, ist ein riesiger Schuh, bei dem. Der Briefkasten ist ein Schuh, bei dem du Eis kaufen kannst. Ist das nicht das ultimative Leben? Mann, ist ja auch das Schuhhaus. Der Schuh hat sogar ein Profil. Das ist einfach das Leben. Schau dir den Versager an. Was ist das für ein Jungfrauen-Briefkasten? Sind da sagen? Mehr Garagen als Haus? Da sind 2 Garagen, vorne ist eine Garage. Wie viele Garagen sind da bitte? Ich sag's mal so, der Fußbus fährt immer. Fuli, was sagen deine Winterschacks dazu? Der Fußbus. I love natürlich it. Natürlich ist es in Quebec. Ich liebe es. Oh mein Gott, wirklich. Wenn man aus Versehen ins falsche Restaurant geht. Ne? Mave, meinst du, das sind... Okay, das ist gestellt. Alter. Ich wollte gerade sagen, meinst du, das ist Zufall? Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Na, ich denke, die also haben einfach nur ein eigenes Leben. Du musst dir auch vorstellen, wenn die auf so einem... Geh mal... Das der ja so aus, als ob wir da gerade ein Team... Das ist ja, natürlich eine ganz zufällige Szene, die hier gerade... Aber Moggi, ist das Video? Können wir mal rausgehen und vor die Tür? Nein, der Typ da hinten, der kommt gerade vom Klo zurück. Der hat das Memo nicht Oh, der hat den schlimmsten Tag seines Lebens. Der hat das Memo nicht bekommen. Nee, der kommt raus und denkt sich, er ist in der Dimension gejumpt. Ja, er war einfach, er hat ein bisschen Durchfall gehabt, war ein bisschen länger auf dem Klo für 20 Minuten und er kommt raus und denkt sich, was ist hier los? Er dreht sich direkt wieder um. Das ist der Mandela-Effekt. Er dreht sich direkt wieder um. Haben andere Gesichter. Und übergibt sich direkt wieder in die Toilette. Aber man kann doch rüber. Jetzt wird immer schlimmer hier. Ex. Die haben jedes Bild gestellt, oder? Anders. Hey, ja, wo ist der Betonungs- die haben sich jetzt verändert. Die haben jeden Schritt anders gestellt, glaube ich. Kann das sein? Ja. Stell dir vor, Mav, sie müssen sich so... Geht auch immer ein bisschen weiter. Stell dir vor, Mav, sie müssen sich... Dass das keine Themenbar ist. Ja, man darf nur als Pferd rein. Ja. Mav, stell dir vor, es wäre automatisch, sie müssten so choreografieren. Schnell, in 2 Minuten kommt das nächste und dann müssen sie sich alle wieder neu hinstellen. Ja, kannst du vor die Tür gehen? Nee. Aber wenn jemand, auf den Berg klettert und dann automatisch ständig Fotos gemacht werden müssten, dann müsste der ja sich immer bewegen. Ja. Du müsstest ja ständig in Bewegung bleiben. Kleines Konzert. Ja, ich find's super. Das ist eine gute Idee. seine Stimme ist wunderschön. Du saß vorher noch am Tisch. Johnny auf dem Taylor Swift Konzert. Ja, Johnny. And I'll write your name. McDonald's Plane. Ja, genau, was soll das? Moggy geht auf ein Taylor Swift Konzert. Ist halt wirklich ein McDonald's. Ist es gelandet oder ist es einfach. Nein, das haben sie einfach dahingestellt, weil sie dachten, sieht cool aus. Ich gehe mehr mit, als dass ich gezielt hin. Das kann er sich nicht, das kann ich stehen lassen. Ja, eine Fußnotiz muss auch gereicht werden. Ich ja auch, Moggy, ich doch auch. Du hast keine Zwinker. Ja. Zwinker. Was steht da hinten? Ja, das ist ein bisschen lustig, aber ja. Was steht da hinten in der Straße? Love Robbie? Was stand da hinten? Es ist blöd platziert. Ist halt Neuseeland. Das ist ja nervig, dass das da steht. Love Taupo. Okay. Ja, ist auf jeden Fall mal eine etwas andere Werbeschild. Das sind neue Pferdemasken.
Also, im Lokal wurde erst getragen. Das ist ein Fly-In. Ey, da kann man reingehen. Oh, ja. Oh, das ist der Spielplatz. Kann man da drinnen vielleicht essen auch oder so? Oder das ist der Spielplatz für die Kinder. Ich meine, es ist ein Flugzeug, das ist der McDonald's. Auf jeden Fall gibt es eine Treppe da hoch. Ja. Das ist das bessere Gerüst, ein Klettergerüst einfach nur. Schon ziemlich cool. Sind das die Suburbs? Yeah. Ich glaube, das ist aus Halloween, aus dem Film. The Captive. Das ist Maryland. The Captive? The Captive. Na, da mag jemand Sportwagen, aber hat keine Garage. Das stimmt. Das oder ist der ein Dilemma, meine Freunde. Der hat Besuch von seinem Sportwagen-Club. Oh, jetzt hat er mich eingeparkt und hat er schon die Plane übergeworfen. Wie soll ich hier jemals wieder rauskommen? Sag mal, der steigt aus und direkt, der fährt schon mit Plane. Ich glaube, ich habe noch nie so viel random Laub irgendwo rumliegen sehen. The Captive ist ein Thriller-Film. Ah ja, also nicht Halloween. Aber es sieht aus wie entweder ein Horrorfilm oder das eine Level aus Hitman 2. das ist die Nachbarschaft aus Dead by Daylight, Maeve. Ja, das ist da Michael Myers aus. Ja, ich dachte auch, dass das wäre. Lots of birds. Da sind viele Vögel. Look at all those chicken. Es gibt auch diese Katzeninsel, wo richtig viele Katzen rumlaufen. Mhm. Oder war das Katzen? Ja, Katzen. Ja, das war es gibt diese Insel, wo Schweine schwimmen. Wo fährst du hin? Stimmt, die gibt's auch. Warte auf mich! Nein! Den holst du nicht ein. Nein. Doch, wir holen dich. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt hab ich dich. Aber die Vögel auf dem Weg. Er fährt rückwärts. Wait. Ich glaube, wir fahren auch nicht. Ich glaube, wir sind... falsche Richtung. Ja. Das ist einfach rückwärts fahren. Der fährt doch rückwärts. Jetzt kommen wir uns aber ganz schön blöd vor. Oh. Boah, Fully, wenn jetzt noch der Orang-Utan da drin sitzen würde, ne? Das wäre schon... Ich kann da nicht weiter hinter. Glaubt ihr, da werden die leckeren Nuggies gemacht? Nein! Das ist der große Prison Break hier gewesen. Ja, das ist Hennenrennen. Ich mag die random Palme, die hier steht. Da fliegt ein Vogel oben. Der fliegt! Tatsächlich, der entkommt. In einigen Bildern flogen Vögel rum. Es war ziemlich lustig im Himmel zu sehen, wenn man hier durchgeht. Ja, ich meine... Wir sind so sehen. Ein, zwei Vögel, ne? Ist auch mein Humor. Yo. Caring Brad. Ja. Stark. Also der... Also wenn du so lang läufst und dann siehst du neben dir so ein Google-Auto, du weißt, du hast es geschafft im Leben. Ich find's immer krass, wie einfach nur Übung dafür sorgt, dass Menschen in ihrem Leben so... Die vertrauen Google aber nicht so sehr. Ist der gerade ein Donut? Die können so seltsame... Menschen können so geschickt werden. Das ist doch Michael John Google höchstpersönlich. John Michael Google, John. Ja, Michael John. Michael John Google. Ja, ich versuchst du ihn gerade zu finden, Moggy. Du bist die Person, ne? Also. Ja, aber gerade jemand hat mich ja gesehen. Ja, in einem Bild kann man ihn sehen, weil er das so hoch hält. Na gut. Auf jeden Fall, jemand hat Brot getragen. Hier war der Brotmann. Geogesserartig, wo sind wir jetzt? Okay, das ist jetzt nicht wir so wir sind spannend, immer noch oder? In Israel. Ja, immer noch Israel. Ah ja, stimmt. Gerade eben war es elendig warm in Israel, aber jetzt muss ich sagen, bei diesem Wetter hier, das ist eine schwüle Wärme, da habe ich ja keine Lust drauf. Ja, vor allem die Kamera auch so ja, da ist schon, ne? Da ist Wasser drauf. Man sieht die gar nicht. Nee, ich glaub, und zensiert sind sie, glaube ich, auch. Die wurden hauptsächlich undeutlich gemacht, das ist genau der Bereich, wo sie sind, der. Ja, aber da ist auch so Wassertropfen, glaube ich. Das machen die einfach so grobflächig. Ja, schau dir das an, du siehst doch, wo der Bereich anfängt. Ja, aber geh mal weiter und guck, ob der Wassertropfen aber noch da ist. Aber eigentlich machen sie ja nur die Gesichter, welcher ne? Wassertropfen? Ja, ob der immer auf der Kamera ist. Es wirkte so sehr, als ob ein Wassertropfen auf der Kamera ist. Aber es ist wirklich nur der Bereich, ne? Ja, man sieht den Bereich. Yeah. Lauf mal weiter. Lauf mal weiter einen Schritt. Immer weiter laufen. Lauf mal weiter. Nee, siehst du, das ist ein Wassertropfen. Da. Links ist immer unscharf. Das ist ein Tropfen. Oh, der hat ein bisschen verkackt. Das ist die Witterung hier. Die raue See. Uff. Der Nebel. Silent Hill. Also, da man nicht 50 Meter weit sieht, würde ich sagen, es ist eine der wenigen Situationen, in denen man die Nebelleuchte anmachen muss. Mhm. Oh, echt? Ich muss das, als die Praxisprüfung losging, musste ich das sagen. Und dann meinte auch der Prüfer, den Fahrlehrer, also meinte auch, ja, ich habe das Nebellicht auch hier anmachen müssen. Echt? Yes. Hier ist so nebelig, hier sieht man überall die ganzen Copyrights von Google. Stimmt.
Mami's Cupboard. Mami. Oh, Mama. In Mississippi. Ah. Genau zwischen die beiden. Serving Lunch. Oh, okay. Wollte gerade sagen, gibt es so eine Hütte nicht auch ein Cuphead? Warum haben sie die Telefonnummer nicht zensiert? Also wirklich, warum? Warum haben sie... Hey, weil es ein Geschäft ist. Gesicht von der Frau? Das ist auch privat. Aber es ist vielleicht so eine Erkennungssoftware-Adresse da unten, drin, dass die Gesichter erkennt und dann werden die automatisch halt geblurrt. Natürlich, die werden nicht mit per Hand geblurrt, alle Gesichter. Das wäre viel zu viel Arbeit. Ja, im Nachhinein aber beantragt, dass was geblurrt wird. Aber ich habe halt nie gesehen, dass etwas anderes geblurrt wird. Also Leute, wenn ihr die neuen Bilder geblockt habt, vorhin bei dem McDonalds-Flugzeug war super viel geblurrt. Ja, also ich glaube, dass die Nummer da steht, weil sie da stehen soll. Das ist ja ein Geschäft, das hilft ja nur. Und das Gesicht ist versehen geblurrt. Da ist Pac-Man-Hockey-Sieben-Spiel. Südkorea. Ich würde zuerst sagen, das ist ein richtig cooler Käse, der da liegt. Hä, das ist doch eine Miniaturaufnahme. Was ist das hier? Das sieht so komisch aus. Wahrscheinlich ist es das. Mann, der hat aber einen langen Selfie-Stick. Nee, es ist ein echtes Gebiet. Nee, ist schon echt. Aber richtig cool. Aber das ist auch ein Pizzahaus. Was du meinst. Oh, das ist fehlende Stück. Das ist ein Ei, ist... Nee, oder? Oh mein Gott, das ist wirklich das fehlende Stück. Das ist wirklich das fehlende Stück. Von Pac-Man. Ist es da oben offen? Ja, das ist doch Absicht, oder? Bei Pac-Man liegt auch ein Stück noch daneben. Oh ja. Ah, ja. Okay. Das ist wahrscheinlich so eine Art Park oder so. Oh, da kann man sitzen, da ist so ein Geländer oben auch. Käsepark? Cheeseland. Das sieht wirklich aus wie so ein Freizeitpark, ne? Hm. Also irgendwie schon. Ich meine, es heißt ja auch Pac-Man Building, aber ich würde halt echt nicht drauf kommen, dass das hier Südkorea ist. Das ist ein Käse, das ist nicht wirklich Pac-Man. Da steht oben rechts Pac-Man Building. Das ist nicht wirklich Pac-Man. Das hat der Kleine Neil reingeschrieben, der die Seite gemacht hat. Aber Fully meint das doch gar nicht. Fully meint, die Landschaft und so sieht nicht nach Südkorea aus, glaube ich. Ja, das wollte ich ja noch zusätzlich sagen, aber... keine Ahnung. Oh, shit. First Contact. Es ist Las Vegas, das muss Las Vegas sein. Die Mutter hat mehr Angst davor als das Kind. Ist Las Vegas in Nevada? War Las Vegas nicht in... Wo war Las Vegas? In Nevada. Da, ja. Oh, okay, ja. Die Aliens. Ich war Nevada. Guckt euch den an. Den nehmen wir nachher mit. Das ist Las Vegas, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist Paradise. Gesicht, zensieren an der Stelle. Muss man, glaube ich. Hallo. In den USA muss man das wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung. Oh, das ist... wahrscheinlich. Warum war dann die... Das Haus war zensiert, denn die ganzen Leute hier stehen nicht. Paradise ist eine Siedlung in Nevada. Haben wir ein paar Ponyboys gerade hier? Die sind doch im Restaurant. Oh ja. Ponyboys. Das sind überall Pony. Ponyboys. Was ist los mit den Ponyboys? Was hat es damit auf sich? Ja. Oma. Oma. Das ist das Pony-Restaurant heute. Viel old yet? Cubist Church. Das ist in Wien. Ja. Das klingt aber wie die Kubistenkirche. Also jetzt wär's noch eine Sekte zusätzlich. Der Berg, auf dem Jesu Botschaft geschrieben wird. Gelobt wird. Irgendwie sowas. Joa. Gebargenberg. Der Gebargenberg. Interessant. Raus an den Gebargenberg. Interessantes kleines Gebäude. Irgendwer kennt den. Entschuldigung, wo sind wir hier denn gerade? Das ist Wien in Österreich. Aber es ist ein Gebäude auf jeden Fall. Wien in Australien. Wien oh shit, Australien. Das ist dasselbe Thema. Ja, stimmt. Schon wieder Quebec. Haben wir das schon mal? Ja, nee. Wir waren heute schon hier. Ja? Wir waren in Kanada, aber ich glaube nicht Quebec. Wir waren in Quebec, meine ich. Ja. Gar nicht so französisch. Ich hätte jetzt gern Gebäck. Chicken Church. Boah. Wow. Madeira Beach, Florida. Aber Madeira ist wohl ganz anders. Wieso? Hä, warum? Wieso? Was ist das Besondere daran? Zoom mal rein. Ist das ein Hähnchen oder was? Zoom mal rein. Noch mehr reinzoomen. Und dann nach oben. Nach oben. Guck das an. Ach so. Die Augen und der Schnabel. Das ist einfach nur das. Der Turm sieht einfach nur aus wie ein Die beiden Fenster sind die Augen und ja. Ja, okay. Naja. Okay. Das ist eine Curiosity. Pyramide. Nukleare Pyramide dagegen. Die finde ich sehr stark. Oh shit, ey. 50 Euro, wenn sich jemand von euch traut, eine von diesen Teilen anzufassen. Okay, ich buche mir einen Flug nach North Dakota. Für 50 Euro?
Kommst du überhaupt um... Yeah. Kommst du überhaupt um... Hast du gewinnen, oder? Schaffst du es überhaupt um den Soundfully? Kratzt runter durch. Wir machen Räuberleiter. Okay. Nein, warst du nicht. Du hast erzählt, dass du es nicht geschafft hast. Da könnte man auch was reinrufen. Hallo, ist da jemand? Hallo? Vielleicht ruft jemand zurück. Oh, das sind Bunker-Belüftungsanlagen. Oh. Yo. Das ist irgendwie cool. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß. Ich finde das auch sehr unbehaglich. Also hauptsächlich, weil wir in Mexiko sind, da der Kopf ist auch gruselig. Wow. Oh, da läuft was aus der Nase raus, sieht ihr? Der ganze Schmodder ist da rausgelaufen. Na, er kann sich ja nicht die Nase putzen, wie ein gewisser anderer Herr hier. Der Hurensohn. Oh, Johnny! Six Roundabouts. Ein Kreisverkehr! Es sind drei Kreisverkehre. Sechs. Warte mal, drei? Hä? Sechs? Wo? Oh. Das sind. Jedes davon ist ein Kreisverkehr. Guck, da sind so. Oh, ja, stimmt. Oh, ich sehe. Oh, wow. Alter. Okay. Ja. Bei jeder. Das ist jedes Mal ein Kreisverkehr an allen. Ja, da ist so ein Wirbel überall. Warum? Warum ist das so? Das ist so komisch. Was bringt das? Ach, das. Pass auf, wie bei. Das sind die Kreise. Das sind sogar die Pfeile, wie ich man. Ich hab da ausgeschaut, ich dachte, um das Haus herum oder so. Nee, direkt dran. Das ist super komisch. Ja, das da ist. Da fährt man noch auf der falschen Straßenseite. Da muss man ja so dämlich fahren. Diese Engländer, ja. Unglaublich. Dark Attack. Oh, das finde ich super. Also, okay, das ist. Davon hab ich schon mal gehört, das ist, glaube ich, ein Klassiker. Wieso ausgerechnet da? Ist das zumindest, macht das Werbung für irgendwas oder ist es einfach nur, oh ja, das ist ja, ich glaube, da ist so, das sieht aus wie ein Dach. Das ist bestimmt was für Immobilien oder so. Mhm. Irgendjemand dachte sich, boah, ich baue da jetzt so eine Figur rein. Ja. Nicholas Jones. Vielleicht ist es auch einfach eine Kunstinstallation oder halt ein Museum oder so. Ich denke, das ist ein kleines. Halt ja. Kann man mal machen. Einfach mal anrufen, ist das Haus noch frei? Ist der Hai echt? Ist der Hai da hast sogar noch echt? Seid ihr mittlerweile losgeworden? Der Hai ist, ja, die Ringrinne ist sogar verstärkt und sowas alles da, oder? Sieht es nur so aus. Ja, ja. Sollte schon sein. Ich denke auch. Ja. Ja. Aber ist eine coole Idee irgendwie. Stop Brexit. Stop Brexit. Naja. Das lief nicht so gut. Der Hai ist euch direkt durchs Dach, ey. Ich meine, das war der richtige Ansatz. Aus McDonald's. Okay, das ist der interessanteste McDonald's, den ich finde die Bezeichnung einfach stark. Haus McDonald's. Und für $1 bekommen wir ein Getränk beliebige Größe, Freunde. $1 in dieser Wirtschaft? Ja, das oder $2 für 2 Burger war da auch. Oh, was? Oh mein Gott. Hm. Oh. Ja, Freunde, wir gehen nach Maine. Gedämpfte Huscheln. Ja, stimmt. Ich glaube, da war aber Kaffee. Aber schlechte Neuigkeit. So. Also in Europa sieht man sowas nicht so oft. Mich ist nicht sagen. Barrierefrei. Ja gut, ist halt die USA. Ne? Nein, pass auf. Pech. Pass auf, sie könnten rein. Wir könnten hier ein Brett hinlegen. Ja, pass auf. Sie könnten rein. Aber sie wollen nicht, dass da solche Leute. Ja, genau. Dafür ist das Schild. Ich habe das Gefühl, es wäre nicht so schwer. Ich meine, die Tür ist auch sehr schmal, aber... Da. Ja, okay, ich sehe, wisst ihr was, die Tür ist sehr schmal, aber ich weiß. Komm ich da überhaupt durch die Tür durch? Oder das übliche? Also, ja, aber man sieht ja, Johnnys Vater hätte, wenn er da wäre, er hätte da ein paar starke Meinungen. Johnny hat starke Tags zu den Besuchern. Jedes Mal sagt mein Vater irgendwas dazu, wer bei McDonald's ist und wer das lieber nicht tun sollte. Ich meine, cool. Belize war ich zwar nie, aber ich habe das Gefühl, solche Gebäude habe ich schon mal gesehen. Ist das die ING? Das sieht ein bisschen so aus, ja. Steht doch da, kannst du nicht lesen. Oder? Kannst du nicht Georgisch? Aber soll das Jenga sein? Nee. Sieht überhaupt ein Jenga ist ein aber, Turm, aber, das sieht überhaupt nicht wie Jenga aus. Aber wie gesagt, also ich weiß, was sie meinen, aber ich habe schon mal so ein Gebäude gesehen. Das heißt Jenga Building halt, ne? Deswegen. Das heißt nicht so, er hat so genannt, das sind seine Namen. Ja. Wer? Meine? Nein, von mir. Ja. Die Seite heißt doch Johnny.fun. Ich wusste, dass ich nicht gemeint bin. Ich kann mich auch nicht weit wegbewegen, das bisschen. Immer dieser Geltungsdrang. Ein bisschen gefangen. Ist aber ein hübsches Gebäude irgendwie. Oh. Das ist
Ein sehr bunter Raum. Zum Butterhaufen. Hey, das kenne ich. Ich kenne irgendwie... Ich dachte erstmal, ist das ein Bild oder sitzt da gerade jemand? Ich kenne aber irgendwie dieses Löwengesicht oder was auch immer da auf dem Teppich drauf war. Kommt mir so bekannt vor. Das ist ein übliches Symbol. Ja. Aber was ist jetzt das oder Besondere? Schwein, an, oder? An, ja, einfach ein skurrile Ort wahrscheinlich. Ich denke, es geht ja darum, was man bei Street View alles sehen kann. So. Ja. Du kannst halt reingehen und so. So ja. Hätte nicht gedacht, dass du generell in Nepal warst. Siehst du, ich meine, das ist... Oh, das ist das Museum! Das ist doch so viel besser. Oh, Barry, we are out of us. Oh nein. Ich meine... Oh, ich würde so gerne jetzt... Oh, schau ich den... Der langt richtig zu gerade. Der fühlt das auch hier im Senfmuseum. Klar, Senf. Also ich sehe dich wirklich nirgendwo so sehr wie in einem Senfmuseum, Morgi. Das wäre so typisch, wenn du uns plötzlich erzählst, dass du in einem Senfmuseum warst und Bilder gemacht die hast. Die Ultimate Master Tasting. Oh, nice. Oh, wenn das ein Gopa wäre, das wäre das Leben. Folge. Das ist die ultimative Senferfahrung. Ballpark, ja, Morgi, fliegen wir nach Wisconsin? Oh, wir haben einfach alles. Die haben alles zweimal. So, ich weiß, ich bin hier gerade nur über Street View hier und ihr seht, wie Geister auch. Schau ich den an, er hat den Spaß seines Lebens, weil er Senf verkostet. Ja, er ist hier von Johnny auf. Er hat so viel Spaß, er verschwindet halt. Das ist nur noch ein Abbild, er ist so schnell von Regal zu Regal. Das ist nur noch sein Abbild. Oh, das ist, was sie empfehlen. Von Patty B. Oh, ja, danke, Patty. Maple Sirup mit Drinking. Warum sind wir uns da kein Schild mit Senf? Was ist überhaupt generell für rote Flüssigkeit? Wollt ihr mich beleidigen oder so? Hey, hier würde ich mich Senfmuseum. Ich würde mich hier wohlfühlen. Das ist Barbecue. Das ist Chili-Senf. Boah, würdest du hier so ein T-Shirt da stand dick Barbecue drauf. Nee. Guck doch mal, was draufsteht. Weißt du, nette Farbe? Ich mag, dass sie generell Senfmuseum. Sie haben hier lila und gelb kombiniert, das ist sehr stark. $15. Peace, Love und Senf. Ja, ist doch nicht verkehrt. Das ist ein Master-Day-Shirt. Friends don't let friends eat ketchup. Das ist... Man muss Ketchup zensieren. Ich wollte auch gerade sagen. Ich dachte, das ist das verbotene Wort hier. Friends don't let friends eat shit. Das dachte ich. Naja, geht ja darum quasi. Yeah. I got schmiert. Aber es ist so cool, wenn im Englischen sie plötzlich so versuchen, so was seltsam Deutsches zu sagen, wie kaputt oder... ich glaube, es müsste ja eher Jiddisch sein. Ja, Jiddisch, ja, genau. Ja. Man kann Jiddisch, genau, ja. Wenn man Deutsch spricht, kann man Jiddisch so gut verstehen, ganz oft. Das ist interessant. Ja. Thomas Jeffersons Haus. Hast du gerade die Hose runtergelassen oder was ist da los? Der zieht blank. Oh mein Gott, das ist eine Karte von Europa. Weißt du, wir finden hier. Hier, dass man hier in Google Maps durch kann, ist bestimmt cool, wenn man irgendeine Ahnung von fucking Thomas Jefferson hat. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ich war auch schon mal in so ein Haus, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Schiller oder so? Wer ist nochmal Thomas Jefferson? Ist das einer der Gründungsväter oder? Ja, ich glaube schon. Ich will nichts Falsches sagen, ich guck kurz nach. War das der Glühbirnenmann? Das ist Edison. Ich dachte nämlich auch an Glühbirnenmann erst. Thomas Edison. Ja, das war Edison. Ich glaube, Thomas Jefferson ist einer von den Gründungsvätern, weil den kenne ich aus Day of Stantec. Genau. Ja, aufregend. Er hat der Windows XP Wallpaper, das ist so cool. Ich hatte mal ein Video gesehen von jemand, der da hingefahren ist. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, da wächst heutzutage. Wie es heute aussieht. Wird ein bisschen Wein angebaut. Oh, früher war es Windows XP, heute ist es der Wein. Aber man sieht es nicht richtig, die Perspektive, ne? Das ist es. Das soll es nicht nur sein. Lieber, was meinst du von dir? Denkst du, der hat einfach nur einen Ort markiert, der so ähnlich aussieht? Ja. Ah ja, ich meine, manche glauben oder denken wahrscheinlich, dass dieser Hintergrund kein echter Ort ist, sondern irgendwie animiert oder so. Ja, man denkt, dass es nicht wirklich existiert, aber ja, hier ist er. Waren die ersten Mid-Journey-Arbeiten. Ist ein bisschen wie mit dem Teletubbieland. Da ist heutzutage noch so ein See, so ein Weiher. Stimmt. Ich habe in der Nähe von, auf dem Weg nach Dänemark. Origin. Ich habe gestern Bananensplit gegessen. Die haben den hier erfunden. Der ist doch von Wilmenrod hier, oder? Gott, ich liebe den Bananensplit.
Das ist eine gute Idee. Habe ich wirklich gestern erst gegessen. Richtig nice. Hm. Two heartbeats at a time. Du isst jetzt für zwei. Oh. Nach dem Bananen also wird schon, ja. Nein, nein. Deswegen wird sie gesplittet. Damit es für zwei reicht. Oh mein Sonst Gott. Stell dir vor, oh mein Gott. Stell dir vor, Street, you wärst vorbei. Du bist mit deinen Kopfhörern auf deinem coolen Bike gerade unterwegs. Slim Shady? Das ist ein interessantes Fahrrad. Da muss man mal eine Karte zwischen die Speichen klemmen. Dann knattert's noch schön. Da sehe ich ihn schon wieder. Aber es ist wirklich... Indoor Pistol Range, das ist wie ein GTA. Ja. Oh Gott, stimmt. Nur echt. Hm. Ja. Schön. Das ist ein Flugzeug. Ja, das ist ein Museum. Ist der denn da war irgendein besonderes Flugzeug? Diesmal ist es. Stimmt, sonst würde ja, die diesmal haben stellen. Sie an die Ramp gedacht. Genau. Im Gegensatz zu McDonalds. Ja. Zum, im wir sind ja auch nicht im Maine, wir sind in Kalifornien. Ich mal eine Scheibe von abschneiden, McDonalds. Mission 26. Oh, ich glaube, die. Moment, ja. Das Space Shuttle hatte ich aus Lego sogar. Hm. Auch eine Idee. Noch ein großes Thermometer in der Maine. Weiß, was ich dachte, was das ist im ersten Moment? Sieht gar das nicht aber so warm aus. Das Ghostbuster das Marlo Gebäude ist. Gewesen. Oh, es sieht, oh, sieht überhaupt nicht nach 20 Grad aus. Nee, das stimmt. Cruise Ship. Aha. Oh, einfach ein Street View auf so ein Kreuzfahrtschiff. Daisy oh, Stampfer. Würde die auf ein Kreuzfahrtschiff gehen wollen? Die Chiller. Ich denke mal, es ist moral. Ich hätte auf jeden Fall Spaß dran, aber ich glaube, es ist halt. Oh ja, da legt man erstmal die Füße hoch. Ich glaube, es schadet halt der Umwelt so sehr, eine Kreuzfahrt. Ich fände es, glaube ich, zum einen arschlammig und zum anderen beängstigend, auf einem fucking Kreuzfahrtschiff zu sein. Ja, ich fände es, glaube ich, ich fände es cool. Ich hätte meinen Spaß. Ich weiß nicht, es sieht schon ein bisschen auch nach Langeweile aus, aber auch ein bisschen. Ja, ist halt aber auch irgendwie so ein Hotelurlaub. Also ich würde richtig Spaß haben, wenn ich das zum ersten Mal wäre und einfach alles erkunden wollen würde. Das würde ich außerdem, cool finden. Eine Kreuzfahrt geht doch darum, dass man anlegt ganz oft an den verschiedensten Orten und sich dann da umguckt. Ja, du bist ja trotzdem super lange mit dem Schiff unterwegs. Ja, also. Aber es ist ein Hotel, wo du Stuff machen kannst. Aber ich hätte übelst Lust, das alles da zu erkunden. Irgendwie. Ja eben, das mache ich dann ja auch. Ich sehe einfach, wie meine Geldbörse leer wird. Du bleibst nicht auf den 5 Quadratmeter Zimmer. Ja, eben. Der Südpol! Jo, aber wir sind genau. Ich glaube, auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es so viele Angebote. Genau dafür. Langweil ist da eher nicht. Das ist auf dem Weg zum Geistertempel aus Ocarina of Time. Ja, stimmt. sowas habe ich auch mal bei Minecraft im Nether gemacht, damit ich weiß, wo ich hin muss. Kannst du da mal kurz dieses Ding. Oh. Da steht so, glaube ich, so ein Stück Deutschland! Oh mein Gott, Mori. Das war aber ein großer Schritt, den du gerade gemacht hast. Ja, Fully, sag's nicht. Was? Das ist gar nicht Deutschland. Deutschland ist eines der Länder, die, glaube ich, kein Stück der Antarktis claimen, weil Deutschland nichts claimen. Hä, aber. Ja, du bist daneben, das ist falsch. Was? Du bist daneben. Ja, du bist so daneben, Alter. Ja, aufregend Südpol. Oh Gott. Oh, ja, okay. Das ist Propeller? Ja. Ich hab nicht gedacht, dass es so gut erhalten ist. Ganz oben ist die Pizzahand, oder? Oh, das ist nicht gut zusammengefügt. Ausgerechnet da will man doch hingucken. True. Es gibt hier eine Menge zu sehen. Oh Gott. Das ist schon ziemlich krass. Stell dir mal den an. Oh, da ist eine Person einfach nur. Das Gefühl, das sollte irgendwann ein Meet-Template werden. Two and a half, man. Oh, ich hab eine Theorie, in welcher Zeit dieses Foto entstanden ist. Oh ja, stimmt. Ich nicht. Erklär's mal. Da wiederum. Obwohl, ich wollte gerade sagen, Mogi, das ist eine Person nur. Ja. Nee, dahin zwei. Zwei. Ja. Ah ja, okay. Aber vorhin bei dem Bild war 2018 auf jeden Fall. Warum kann man einfach in dein Office rein? Und warum hat... Das ist ein Prank. Eingepackt alles, ja. Die werden nicht. Aber es ist trotzdem interessant, dass das einfach... Lass mal diesen Prank dann auch noch bei Google Bilder reinstellen. Oder nee, bei Google Street View sogar nicht.
Hey, man kann ja der Google Street View Mensch einfach hier reingelaufen. So, oh, nettes Büro haben sie hier. Ja, man kann es bestimmt irgendwo hinschicken, aber. Vielleicht ist es ja ein Google Büro oder so. Das kann auch sein. Huh. Der hat keine Apple. Man Wer hat denn schon, Zeit für sowas? Wo die sollen arbeiten. Auch alleine Büro mit einem Monitor. Einfach nur pure Hölle. Ja, vor allem heutzutage hat man doch, wenn dann ein Büro eher so ein Ultrawide. Aber ist ja auch wieder ein bisschen her. Das Bild. Mm. Ja. Lustig. Oh. Brutalist Treehouse. Okay. Warum Brutalist? Scheint mir sehr brutal zu sein. Bauart oder so. Sieht aus, als wäre es so Neo Automata oder so. Am Durchdenken ist aus Italien. Vielleicht ist in Italien Neo Automata. Allein der Zaun, was ist das? Stopp! Okay. Stopp, Johnny! Oh, schau euch das so an, schau euch das an. So hier, darfst, hier willst du nicht rüber. Wie so eine Baggerschau. Also, wenn da was schief läuft, tut's dir echt weh. Hey. Soll's außen rum halt gehen. Oh. Vor allen Dingen, oh, der Sound sagt, man kann, einbrechen, rein. Aber nicht mehr ausbrechen. Kein Weitsprung. Nee. Da Yo! Ist ein Burger. Oh, aber der stand ein bisschen zu lange in der Sonne. Das ist der vierte Fünder. Und der ist jetzt. Oh. Warum ist das? Würde ich so gern die Nordes für. Das ist, oh, ist das der Royal Käse. Der wird ja mir gleich ganz anders. Ich meine, weil wir das metrische System hier haben. 30 Grad da, aber ich würde drauf fassen. Na, South Dakota ist im Norden. Das wird auch recht. Da kannst du Burger drauf braten, wahrscheinlich. Ja, aber. Eben, ich würde reinbeißen. Ja. Ziemlich viele McDonalds-Läden kommen hier vor, ne? Jetzt ein Viertel Fünder. Die haben Nil bestochen. Placement gebucht hier noch in diesem Spiel. Hier darf man rein. Mit dem Rollstuhl. Da legen sie Wert drauf. Du darfst da parken jedenfalls, ja. Ist so was ausweichen für andere McDonalds-Filialen. Also ich finde das echt uncool, dass sie das propagieren. Ich finde schön, wie drei Häuser da waren. Larry! Und so. Larry. Larry Lobster. Larry. Ja. Okay. Ja. Larry. Starbase. Ist das eine echte Rakete? Das ist in Texas. Das ist doch. Ist das ein Filmset? Nee. Nein, das ist schon wirklich so ein Raumfahrzeug. Siehst du, darfst du nicht rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich wüsste nicht mal, ob das eine Rakete sein soll oder einfach nur ein Triebwerk oder so. Ich meine, es sieht halt aus wie eine Rakete, ne? Geht. Vielleicht sind das. Am Ende ist es einfach. Vielleicht testen sie auch nur irgendwas oder so. Das kann ja alles sein. Einfach ein Maiskorn-Silo. Das ist einfach nur Half-Life. Es wird auf jeden Fall noch eine Menge gebaut. Mhm. Kennedy Space Center. Jetzt sind wir in der Raumfahrt unterwegs gerade. Als ob man solche Gebäude kann. Da steht Atlantis hinten. Das, da muss er dem Security-Typen erklären, warum er den, wie er es eigentlich für richtig hält, den Google Street View-Typen hier reinzulassen. Vor allem, und du siehst, wie er zittert, während er mit ihm redet, während er ganz ruhig dasteht. Weißt du, was hier für Dinge. Der Google-Typ mit seiner Cappy und seinem komischen Rucksack, wo die Kamera hinten rauskriegt. Alle geheim. Wissen Sie, was hier auf diesem Bildschirm steht? Ich meine, guck mal, Safety. Guck mal, ganz hinten wurde ja schon Atlantis geleakt, also ist ganz schrecklich. Oh shit. Wo ist Atlantis? Anderen, hier links, da hinten. Oh Gott, nein, wo bin ich denn? Okay. Wo bin ich? Oh, NASA. Da war wirklich ein NASA-Schild gerade, ja. Schnell weg. Oh, 4:3 Monitore. Puh. Wow. Ist das das Space Center, was man schon mal gesehen hat bei irgendeiner erfolgreichen Mission? Wo sie alle, was steht da vorne wo sie alle gejubelt haben, weil es geklappt hat. Hazard Gas Detection, was? Ja, zoom mal ran. Ja, also das Gas Detection. Shit. Ja, gehört dazu. Und jetzt, achso, da steht. Da ist Atlantis. Ja. Liquid Oxygen. Ship Hotel. Das? Seht ihr? Man kann sogar die Schifferfahrung ohne die Kreuzfahrt machen. Ich meine, dann würde ich vielleicht mal reinschauen, aber. Was? Dann auch. Nee, das würde ich umso weniger interessant finden. Ja, Gewässer sind gefährlich. Wenn ihr das Boot sowieso schon langweilig fand, dann ist das doch nicht gefällt, so. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass ich nicht weg kann, wenn ich einmal. Moment, auf dieser da ist ja sogar Wasser, oder? Ist da nicht sogar Wasser? Ja, Wuli versteht's. Ja, ich sehe das, aber ich habe die Angst nicht. Jetzt geht nicht um Angst, es ist halt einfach arschlangweilig. Hä, aber dann ist es im Hotel doch genauso. Blue McDonald's! Das ist ja seltsam. Geht's euch gut, Arizona? Naja, okay, also du hast nicht Angst davor, sondern weil du nicht mehr runterkommst und dir wird zu langweilig.
oder wie? Ja. Genau. Okay, grad, aber das sind legt da ja fast jeden Tag irgendwo an. 22. Nein. Hey, das ist wirklich scheißwarm hier. Das sind 35 Grad hier, das spüre ich direkt. Alles ist rot. Ah, haben die deswegen ein blaues Logo? Weil alles ist so rot, dass vielleicht gelb nicht wirklich heraussticht, aber das blaue sieht man? Nee. Ich mag den Kontrast. Es ist komplementär auf jeden Fall, orange und blau. Schon hübsch. Ich wollte schon immer mit ihm einfach ein bisschen Pool spielen. So viel Büros immer. Ja. Geduldig warten. Wieso heißt das so? Arbeitet ihr hier? Laptops. Oh, so ein Büro würde mir nicht gefallen. Ich würde mir denken, oh Gott, hier sind so viele Leute. Du sitzt hier, sollst arbeiten und beobachtest dann die ganze Zeit beim Billardspielen. Das könnte auch die alle machen nichts. Dozentenraum oder. Der hat sogar zwei Sachen. Der nimmt seinen Job ernst. Na gut, da sind Telefone. Ist ein Büro wahrscheinlich. Meinst du? Der hat einen Taschenrechner. Nee, ich dachte zuerst, es könnte auch so ein Arbeitsraum einfach nur sein, wo man von der Uni oder sowas. Oh. Ha. Interessante Figur. Nee, jo. Sonst nichts Lustiges. Nö. Oh. Yo. Was? Oh, wie kommt man hier rein? Aber das ist kein Aquarium, er ist unter Wasser. Jo, Leute, habt ihr das Gefühl, dass die also wir ein bisschen jetzt, zu weit treiben? Jetzt, wo wir langsam der Oberfläche alles abgefotografiert haben, haben wir ein bisschen abgegradet. Ist doch nett, dass James Cameron... Man kann mit Street View einfach... Fisch? Der muss zensiert werden. Ja. Der hat ein Gesicht. Man kann einfach, wenn man so ein Pier entlang fährt, mit dem Google-Ding, einfach weiter ins Wasser rein. Dann ist ja. Schau dir an, das ist so neugierig. Das muss so cool gewesen sein, da der Typ zu sein, das gefilmt hat. Sehr neugierig. Gott, ist das cool. Vielleicht, du bist ein Pinguin. Na, ich da wollen sie nicht. Dich fressen, oder? Ja, der da ja. ist. Ist ja gar kein Pinguin. Du bist kein Pinguin. Ist ja ekelhaft. Widerlich. Ja. Wir sind aber immer noch sehr interessiert an dem Taucher. Die sind vor allem der da. So scheu, wie man denken würde, ha? Hallo. Hallo. Wäre auf jeden Fall eine andere Atmosphäre, wenn das alles Haie wäre. Ja, das stimmt, so das stimmt. Oh, der schaut mich lustig an. Jo. Der versucht zu kommunizieren. Was und er denkt sich die ganze Zeit, warum zu dir und nicht zu mir? Ich bin der professionelle Taucher. Okay, weiter. Ja. Gerne. Blue Forest. Okay, das sieht echt das, interessant aus. Das ist wirklich krass, ja. Ja. In Belgien? Das ist ja um eine Ecke. Scheiße. So, yeah, und Fully, hast du schon mal so viel random Laub auf einmal gesehen? Ja, hier schon, aber nicht so umgekehrt, ne? Sag mal, kommen die aus Deutschland zufälligerweise? Vielleicht, ich meine, ja, vielleicht. Oui. Landsmänner. Es gibt einen kleinen, aber nein, das steht flämisch, ne? Freibeuter! Das ist wahrscheinlich nicht der deutsche Teil Belgiens. Ja, oh nein, let's go! Du kannst damit fahren! Ich dachte, okay, er ist... What? Also, wirklich. Google, aber was ist der Sinn dahinter? Also, wirklich. Haben die, sie haben für den Schwachsinn bezahlt. Naja, wahrscheinlich kann man machen, was man will, wenn man bei Google arbeitet. Oh nein, hier hat das Bild aufgehört. Oh nein, man ist jetzt stuck. Jetzt rutscht uns gleich irgendeiner in den Rücken. Ja, wir gehen wieder hoch. Glaubt ihr, er hat die Kamera kaputt gemacht an der Stelle? Das ist ein bisschen dreckig hier. Der Film war voll. Ich hab alles durchgeschlagen. Ist doch gar keiner so, ne? Hat der überhaupt Erlaubnis, hier oben zu sein? Da war auch gar kein Wasser drin, oder? Ist das ein verlassener Wasserpark? Da ist doch gar kein Wasser drin. Ist einfach reingeklettert in die Rutsche, oh Gott. Ich glaube, das könnte ein verlassener Wasserpark sein. The Room Flume. Ich denke nicht, dass er hier einfach so reingegangen ist, aber es ist sieht komisch. Nicht sehr verlassen aber aus. Ich habe mich schon gewundert, warum das Wasser fehlt, aber scheinbar... No ja, diving. Man, ein Slow Slide ist die langsame Rutsche. Slow Slide. Yeah. Und die Fast Slide. Oh shit, die ist so viel kleiner, ne? Naja, 8 Jahre alt. Da kommst du nicht rein. Hey, Johnny ist aber ich komm da auch nicht rein, Muggi.
aus anderen Gründen. Ist es ich nicht rutschen. Hängt das zusammen? Ist eine dünnere Rutsche schneller? Miniaturkonzert. Johnny, wo ist denn das? DJ Mach uns glücklich. Bobo. Warte, was? Achso. Oh, das ist tatsächlich im Miniaturwunderland. Oh mein Gott. Seht euch um. Das ist einfach, das ist gar Bobo, ist es Bobo, auch. Bobo. Ach, das ist gar kein richtiges. Bobo, 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 Bobo. Ja, exakt. Exakt, Mori, es ist das Miniaturwunderland. Hä, wie witzig das ist. Aber nur dieses Konzert. Es gibt so viele Orte, wo die sie bei Street View reinmachen könnten von Street View vielleicht. Ich mag den Jungen, der auf dem Gelände sitzt. Der hat einen Hotdog mit Senf Bobo forever. In der Hand. Warum ist denn Italien-Flagge? Das DJ Bobo-Konzert im Miniaturwunderland. Ich weiß nicht mal, was der für Songs hat. Ich auch nicht. Everybody. Nicht so viele. Ein bisschen Freedom, Love, Emotion. Keine Ahnung, ist das nicht einer? Ich hab keine Ahnung. Du kommst doch aus Hamburg. Oh, die Dixie-Klos. Da wohnen die Schlümpfe. Believe in Freedom. Oh, guck dir die Oh, das muss da so komisch sein. Handtäschchen für Männer. Also, das Miniaturwunderland würde ich euch auf jeden Fall. Würde ich euch zeigen. Oh, du voll für Langosch. Langosch. Oh, Uwe ein Crepe bei Uwe. Ist doch Rickys. Stimmt. Boah, das sind aber echt gute Fotos. Also, so auf den ersten Blick sieht es fast aus wie Südkorea. Oh, ein kühles Blondes. Okay, das ist aber eine coole Bar. Ich frag mich, ob das wirklich so existiert hat oder ob sie einfach coole Konzepte in Miniatur umgesetzt haben. Wahrscheinlich. Nee, sie nehmen Dinge, die halt. Ich habe, glaube ich, immer irgendeinen Bericht darüber gesehen, was so der Gedanke ist, was sie für Dinge machen, und sie überspitzen Dinge immer so ein bisschen. Ja, genau. Deswegen. Aber es ist trotzdem cool. Man will ja auch Spaß haben mit so einer Miniatur, es muss ja keine genaue Nachbildung sein. Da drin ist stickig. Wie guckt man sich denn sowas an, wenn man vor Ort ist? Weil, wenn man da an den Geländer außen steht, man erkennt ja gar nicht die ganzen coolen Details, die wir. Das stimmt, deswegen ist das auch voll cool. Haben die da so eine Art Fernglas oder? Nee. Also manchmal glaube ich tatsächlich ja, aber. Ich würde so ein Opernglas mitnehmen, damit ich. Eben. Und wenn du vor Ort bist, kannst du auf so Knöpfe drücken und dann passieren Dinge auch. Das geht hier zum Beispiel nicht. Was hat der Junge da geklaut? Also werden irgendwelche Mechanismen ausgelöst und Musik abgespielt. Ich habe eigentlich jemanden gesucht, der pinkelt, da ist auch okay. Oh, hier sind definitiv irgendwo. Oh ja, stimmt, es gibt dieses berühmte Pärchen im Kornfeld. Das ist nicht auf dem Festival, aber da ist so ein Feld und da haben sie Sex drin. Okay. So anstößig. Mhm. Da wird mir schlecht. Wie bei den Dixie-Klos. Oh, der wird auch schlecht da, ja. Ein Bett im Kornfeld. Cern. Ist Cern nicht so eine Art Computer? Ich hab keine Ahnung. Das ist der Protonenbeschleuniger. Ah ja. Oh. Schneller. Oh nein, was haben sie mit dir getan, Ferkel? Ich traue mich mittlerweile gar nicht mehr solche Sachen, wo ich denke, ich weiß das, auszusprechen, weil in den Kommentaren dann steht, das ist ein gefährliches Halbwissen. Ich hab da auch Computer ausgesprochen, wo ich es nicht wusste. Ja, ich muss es einfach so formulieren, dass ich sage, ich glaube, es ist der Vorschlag, ich bin mir nie sicher. Das UFO-Museum. Bibibobibuba. Aber Cern ist tatsächlich aus? Die. Das sah auch aus wie Miniatur. Cern ist die Organisation tatsächlich. Was ist denn das? Was ist mit dem Pfeil passiert? Wir kommen ja überall hin. Naja, theoretisch. Aber auch nicht wirklich. Naja, nee, aufregend. Nicht so gut. Das liegt an den wie im Weltall, man kann überall hin, aber man sieht nichts. Oh, die. Naja, das ist eher das genaue Gegenteil. Du meine Weltall. Aber du kannst nicht hin. Im Weltall siehst du doch die ganze Zeit was, oder? Ne, ich glaube, wenn man da ist, sieht man nichts, oder? Was? Mave hat vollkommen recht, das ist alles so weit weg und du weißt nicht einmal, ob das, was du siehst, überhaupt noch da ist. Du wirst doch so gut die Sterne sehen, oder nicht? Ja, du siehst es wieder, als dass du hinkommst. Weißt du, ob die Sterne überhaupt noch da sind? Nein, die können eh alle schon erloschen sein. Die können eh alle schon lange weg sein. Ich will einfach nur sagen, im Gegensatz zum McDonalds-Haus, ist auch hier für Rollstühle gesorgt. Was war nochmal der Grund dafür, dass wir nicht so einen komplett hellen Himmel haben, weil in alle Richtungen, wo du hinguckst, eigentlich Galaxien und Sonnen sind. Es gab aber einen Grund, warum es nicht so ist. Ja, das. Der nicht reflektiert. Der Lichtsmog, oder wie das heißt, oder? Was ist das hier? Nee, es war irgend so eine Theorie, die darum herum auch aufgebaut wurde. Achso. Was ist mit dem Krater hier? Beringer Krater. Ist da ein Meteor eingeschlagen, oder?
Gleich war das mal ein See. Stimmt, das war kein Krater. Mit dem wichtigen Meteor ist in Mexiko. Ja, aber irgendwas muss eingeschlagen sein. Beringer Krater ist ein Einschlagskrater des Meteoriten Canyon Diablo in Cocuna County. Es heißt doch nur Krater, wenn was eingeschlagen ist, oder? Ja. Ich denke, das ist die Voraussetzung für einen Krater. Ich glaube, also, ganz schön großer Einschlag, ne? Warum habe ich dann welche im Gesicht? Keine Ahnung, vielleicht... Da wurden die reingeschlagen. In Venedig finde ich immer ziemlich cool. Venedig finde ich ein bisschen gruselig irgendwie. Echt? Da mal mit einem Kreuzfahrtschiff durch, also, ne? Hübsch auf jeden Fall, aber... Das ist halt wirklich... Diese ganzen Häuser sind in ihren Grundfesten erschüttert. Ne? Die also sind wohnen so müsste ich da unterspült. Auch nicht. Die sind ein bisschen nah ans Wasser gebaut. Wenn du da einen Keller, ein Fenster hast, kannst du unter Wasser gucken. Also ich habe das Gefühl, die Sache ist... Ich meine, man hat manchmal gewisse Unwetter auch in Deutschland. Aber wenn es viel regnet, denke ich mir, ja, das ist ganz angenehm. Ich habe das Gefühl, wenn da... Ja, da wird es denkst, ja, muss das jetzt sein? Ja, aber gleichzeitig hast du auch die besten Möglichkeiten durchs Wasser. Also jeder hat da Boote und so. Selbst wenn also es ansteigt. Du brauchst hier ein Boot. Was glaubst du, was glaubt ihr, wie es ist, wenn man hier in Venedig im Erdgeschoss wohnt? Eher im Wassergeschoss, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Erdgeschosse so ausgebaut sind, dass man sich dort nicht unbedingt lange aufhält oder so. Ja, die sind nur noch als Stützen für das da drüben. Hoffentlich ist das der Keller denn quasi. Also Venedig droht halt auch wirklich unterzugehen. Jedes Jahr. Allgemein. Immer weiter. Oh nein! Wer hat das Schild geklaut? Ach, das. Nee, ist nicht schlecht. Das Foto ist kaputt. Wer ist kaputt? Ich hab so eine kleine Bootsgasse auch noch. Gott, irgendwie finde ich das super cool und interessant. Ist das so eine Art Einbahnstraße? Was, wenn da jemand mit dem Boot entgegenkommt? Muss man dann rückwärts rausbooten? Man muss rückwärts rausbooten. Nee, du kannst so überheben. Potato Hotel. Wie Hotel? Das ist einfach nur ein Stein. Also, Potato sehe ich, aber Hotel? Auf der anderen Tür. Seite. Warte, da kann man rein? Oh mein Gott! Ja, das ist das Hotel. Ah, oh, da kann man drin schlafen, oder was? Es ist auch nur deswegen ein Hotel, weil da niemand drin leben will. Deswegen muss es einfach vermietet, also pro Nacht vergeben werden, weil es sonst keiner haben will. Kulturbanausen können auch sagen, man schläft im Scheißhaufen. Ja, und du bist keiner, Maeve, du würdest das nicht tun. Leute, ich erkenne die Kartoffel sofort. Ja, die fahren. Achso, die sind auf der Straße. Ich dachte kurz, das wäre für davor. Ich wollte gerade sagen, die fahren da mit fucking 75 entlang. Oh nein, die Straße hier, es ergibt mehr Sinn. Dentist Chair. Das ist ein interessantes Auto. Dentist Chair? Das zeigt schon dann das, was man. Nee, verstehe ich nicht. Erkennen wir es nur nicht? Ich gehe stark von aus. Dentist Chair? Ach so! Nee, ich denke, das nicht. Auto soll ein bisschen so aussehen. Ist das einfach ein Zahnarzt da drin? Wait, was? Nein. Keine Ahnung, ich erkenne nichts. Guck dich nochmal um. Das hat aber 10.000 Likes. Was hat dich mal. Kannst du mal ein bisschen besser reingucken? Schau mal umher. Vielleicht hat er wirklich so einen Stuhl hinten drin oder so. Ja, ja. Da oben irgendwas? Ich muss doch nicht auf die Details achten. Nee, es zeigt eigentlich schon immer da, wo... Ah ja, stimmt. Aber ja, vielleicht ist das nicht, da tatsächlich... Aber ich kann es... Vielleicht, aber ich kann es ja nicht erkennen, ob es wirklich... Ich kann es auch nicht. Ich glaube, wir... Ist das ganze Teil einfach ein umgebauter Stuhl? Wir sind... Nee. Keine Ahnung. Wir sind verwirrt. Cup and Noodle Museum. Oh, der Ramen-Tunnel. Yo, die Geschichte von Instant Ramen. Yo. Yo. Nice. Die habe ich gerade da, die Cup Noodles. Ich nicht. Einfach komplette Timeline. Ja. Yo, cool. Und da haben sie richtig angefangen, Sachen zu produzieren. Boah, ich liebe das. UFO Big. Da will ich mich durchprobieren. Ich nicht. Ich bin gar nicht so ein Instant Ramen-Fan. Auch sogar auf der Decke, da geht der Platz langsam aus. Na, eine Reihe haben sie noch. Da kannst du richtig. Und das wohl in der Nachbildung von dem Haus, wo er zum ersten Mal die Nudeln frittiert hat. Ja, wirklich. Das ist einfach diese Lordi. Diese Nacherzählung. Da ist noch das gleiche Fahrrad, das er hatte. Ja, und so sah das damals aus. Da die Hühner, die er
das eine Huhn, was den Teig mit dem Dotter versorgt hat. Mit dem Fernsehen. Die Maschinen, wie die kriegt man echt einen Blick, wofür man so, wurde, die muss wurde man vielleicht eintritt. Ach nee, damit wurde die Packung einfach generell keine Nähmaschine. Stimmt. Aber daneben wurden die Nudeln. Wir sparen uns den Eintritt hier. Das ist cool. Da wird der Teig geplättet und geschnitten. Da kann man drehen an den Rädchen und dann bewegt sich das. Oh, meinst du? Das ist ein cooles Museum. Ja. Und das ist ganz ohne Eintritt hier. Einfach nur auf Neil.fun. Neil, es ist ziemlich fun. Es ist fun. Oh, guck mal, wir können aber die Klappen hier nicht aufmachen. Wir können nur die Hälfte des Museums widerlegen. Und du kannst auch nicht schmecken. Du kannst es nur riechen. Habt ihr mal richtige Rahmen gegessen? Ja. Nice. Yo, das ist Breath of the Wild. Nein, Saudi-Arabien. Nein. Das ist dieser eine Durchgang zwischen den zwei Bergen. Was ist das da hinten überhaupt? Mich interessiert das hier gerade mehr. Hä? Der Raum? Ja. Das ist eine Garage. Das ist eine sehr große Garage in den Stein. Warum ist da ein fucking leerer, riesiger Raum reingemeißelt? Für irgendwas, hä, warum ist da nichts drin? Für irgendwas war das bestimmt mal relevant. Ja. Vielleicht ist es doch einfach nur ein Raum, um sich vor Sandstürmen oder so zu schützen oder keine Ahnung, generell. Schutz, das ist aber ein sehr großzügiger Raum. Vielleicht war da auch eine Festung drin oder in irgendeiner Form so Holzgebäude. Das gab es öfter mal. Ich weiß nicht, scheint mir mehr moderner. Ich glaube in Südamerika. Ja, das stimmt schon, kannst aber in Südamerika gibt es so Höhlen mit Dörfern drin. Mogi, kannst du mal den Weg lang gehen? Also du mal durch das Tal. Oh. Das ja, genau. Wait, aber schau dir das mal an. Da ist eine Schraube. Das ist eine Schraube locker. Wenn du so Rückenschmerzen hast, kannst du dich da so wie Balu der Bär dran ein bisschen abkratzen. Oh, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Schmeißt die blöden Sorgen über Bord. Oh, hier kommt auch gar nichts mehr, oder? Wir sind in der Wüste. Und wenn du... Nein, Saudi-Arabien. Ja, ich dachte, hier kommt vielleicht auch nochmal so ein Raum oder sowas. Beeindruckend, wie dieser eine Baum hier aber wächst. Dem scheint's gut zu gehen. Hier kommt aber gleich wirklich noch irgendwas. Habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen nur über den Berg, das ist wie in Breath of the Wild. Ja, da bist du über den Berg. Hab ich ja gesagt. Es sieht aus wie das Tal, wo der Leune war. Ja, man kann sagen, da kommt der Leune hin. Da ist ein Durchgang. Oh, tatsächlich. Ist der weit weg und groß? Jetzt oder erfahren wir nicht, was da drin ist. Willst du mich verarschen? Das ist doch viel interessanter als das andere hier. All die hier. Mühe für das? Für aber, nichts? Aber es ging halt wirklich darum, eher, dass da so ein kleiner Durchgang zwischen den Felsen ist. Ja. Ne? Ja, aber ja. Ich will lieber das hier mal sehen. Das ist ja auch ein kleiner Durchgang. Das ist auch eine kleine Tür gewesen, oder? Links, nochmal links, nochmal links? Nee, oder? Sieht nur so aus, ne? Was meinst du? Die Löcher da? Das? Ich frage mich generell, was das für Löcher sind in den Felsen. Das ist ja nicht nur so Grand Canyon-artig so ein Flussbett, sondern irgendwie sind da auch so... Gute Frage. Als wären da so Luftblasen gewesen oder irgendwas. Stimmt, vom Platzen. Bisschen Football. Ja, wir hatten auch schon mal einfach nur Surf-Training. Jo, so. Wir machen hier gerade Training, was machst du hier mit deiner Kamera? Das ist wirklich so. Was machst du hier? Musst du ein Foto von mir? Oh. Das ist schon irgendwie fancy. Das ist Rangali Island. Diesmal kein Taucher. Das ist Rangali Island. Das war meine Frage. Schau dir mal das Porzellan an. Das ist ein Restaurant. Ich wollte gerade sagen, ist der Teller kaputt? Da steht Restaurant. Aber der ist nicht kaputt. Rangali Island Maps. Ist auf jeden Fall eine coole Aussicht, denke ich. Ist auf den Malediven. Entschuldigung. Ah, ja. Ich glaube, das hätten wir sogar gegessen, wenn wir hier jetzt rausgehen. Wow, die verändern die Bilder doch. Das kann doch nicht sein. Das sieht schon krass aus. Das kann doch nicht so farbenfroh hier sein. Na, es ist halt Mosaiksblaus am Boden. Das sehe ich, aber generell das ganze Bild und Ambiente. Ja, doch, manchmal gibt es Orte, ist schon sehr gesättigte Farben. Das sieht schon gut aus. Ja, aber manchmal sieht das auch wirklich so aus. Vielleicht sieht es wirklich so aus. Ja. Also, wenn man in Hamburg durch Google Street View geht, sieht es nie so aus. Nee.
Was ist das? Was ist das? Das ist ja, der Hydranten-Jakob. Ich habe das Gefühl, den könnte man so super easy wegrollen. Ich habe das Gefühl, die legt man aus, damit der Panzer nicht mehr durchfahren können. Ich habe das Gefühl, das könnte auch ein Item aus TDT sein. Ja, oder man stößt gegen und der platzt. Wer dachte sich, das ist ein guter Hydrant? Warum platzt es aber? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht mehr funktioniert. Der ist angeschlossen. Nein. Zumindest wüsste ich nicht, wo das Wasser herkommen soll. Na, da drunter ist ein Gulli. Der kommt aus der Mitte. Der hat 5 Liter drin. Damit muss man kein Gulli, das sind einfach nur Fliesen. Nein. Fliesen? Nein, oder wie nennt man die? Steine. Pflastersteine? Ja, Pflastersteine. Wie heißen die denn nochmal? Ich hab da auch keine Ahnung. Wie nennt man das von so einer Terrasse, was man da auslegt zum Beispiel? Ja, Pflastersteine ist schon richtig. Ja. Okay. Tut mir leid, das Fliesen so falsch. Oh. Es ist nicht so krass falsch. Nicht so falsch. Das ist ein interessanter Frosch. Sind Fliesen immer aus Porzellan oder so? Kann das sein? Nö, sind aber ja in einem Haus. Oder halt aus irgendeiner Keramik? Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ich denke, die haben eher eine glattere Oberfläche, so eine glänzende. Ja, aber auch als Es gibt also, auch rau Fliesen. Ja, es gibt aber auch Fliesen, die, wo man zum Beispiel nicht ausrutschen darf und die sind natürlich alle rau. Ja, oder so Fliesen, die tatsächlich aussehen wie Steine, deswegen weiß ich nicht, ob die dann auch aus Keramik sind. Ja, das ist das Casino-Maskottchen. Ich kenne so Steinfliesen. Das sind Münzen, das sind keine Steine. Ja. Bist du sicher, die sind doch viel zu groß? Ich dachte zuerst, das wäre Holz. Ich glaube, das ist Holz. Das sind nicht, also ja. Richtige, das ist kein Euro. Ach so, das sind Chips. Ne. Das Frosch-Casino also. Wait, wo ist das? Ah, in Spanien. Ich dachte, das wäre dieser nordische Frosch. Geil. King Kong. Och, warum ist da schon wieder von allen Orten. Schon wieder ein Regentropfen drauf. Wenn du runterfällst, King Kong, dann landet ja aber da, wo keine Sonne hinscheint. Oh, da gibt's die Hafenrundfahrt. Riech mal an meinem Finger. Aber ich mag's, dass er einen Rucksack trägt. Ich frage mich, ob man über Google Street View das Haus von Toriyama sehen kann. Hast du das mal gesehen, Fully? Nee. Es sieht nämlich auch ein bisschen aus wie seine Anime-Architektur. Er hat auch so ganz komische, runde Fenster und sowas. Oh. Es ist super seltsam. Ja, ich wünsche, man könnte King Kong besser erkennen. Ja. Aber es ist irgendwie trotzdem cool. Einfach, es ist ein stinknormales Gebäude und das ist einfach ein King Kong. Naja, es ist jetzt nicht wirklich ein stinknormales Gebäude. Es ist ein Pizza Hut, okay. Keine Ahnung, was da oben noch alles ist. Ich habe auch nicht keine so gut Ahnung. Lesen. Ja. Niemand von uns kann Hangul, oder? Johnny? Tatsächlich auch nicht. Nee, dann nicht. Muss enttäuschen. Das ist der größte Süßwasserfisch. Oh. Das ist ein großer Fisch. Warte, Muräne ist doch so kein groß. Fisch, oder? Keine Ahnung. Da steht Freshwater Fishing Hall. Nein, ist auch keine Muräne. Ich war nur. Hall of Fame sogar. Das sind 1:1 die Größe von den größten gefangenen Fischen. Oh, jo. Na, früher waren die alle größer. Das sind alle ziemlich cool. Ich bin ja vom Sternzeichen Fische, deswegen, ich muss sagen, ich bin hier unter meinen Leuten. Mein Opa wird sich ja auch sehr wohl fühlen. Der ist kein. Vom Sternzeichen zwar nicht Fisch, aber der kommt aus Hechthausen. Kann man in den Fisch reinnehmen, ne? Nee, ich kann mich hier leider gar nicht bewegen. Schade. Das ist das schlechtere Entenhausen, ne? Oh mein Gott, das sieht. Naja, ist noch nicht so hoch, aber. Ja, aber es sieht trotzdem gruselig aus. Es geht noch ein gutes Stück hoch. Und dann denkst du, der Google-Typ. Das ist in fucking Frankreich! Gott, ist das gruselig, wie klein das ist. Und der Google-Typ denkt sich wieder, wieso bin ich hier eigentlich? Du kannst da wirklich nicht anders hoch als mit diesen Spikes. Sieht aus wie Süßigkeiten. So ein angeschmolzener Marshmallow. Ist bestimmt rutschig. Nee. Das sieht so glatt aus. Aber wenn ich das Bild sehen würde, würde ich auch nicht dran denken. Oh, das ist Frankreich. Mont Blanc. Oh, hallo. Ja, das ist auch nicht bisschen, mehr so falsch. Warte, wo stehe ich hier gerade? Oh, ich guck mich runter. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Glauben wir immer noch, dass das automatische Bild ist? Nee, ich glaube schon lange nicht mehr. Das haben wir nie geglaubt. Die Kamera nimmt wahrscheinlich permanent. Ja, niemand auf. Von uns. Warte, also doch. Mhm. Da sind wir uns immer noch nicht einig.
Ich denke, sie nehmen Permanentbilder auf und dann wird halt rausgesucht, was das Beste ist. Ja, das klingt sehr plausibel. Was am besten zusammenpasst. Ja. Aber haben sie es dann getimt mit dem Sprung? Mit Sicherheit. Aber vielleicht kann man auch zusätzliches Gespräch jetzt dagegen, dass man nicht mal aufdrücken kann. Ja, also die Leute mit den Pferdemasken und dieses Büroding und so. Ja. Das wird ja auch einfach nur von einem normalen. Viel wird automatisch gemacht, aber man kann auch manuell Bilder machen oder so. Man kann wahrscheinlich alles Mögliche machen. Die einen haben eine GoPro, die anderen so eine 360. Könnt ihr mal aufhören, mir hinterher zu klettern? Was glaubt ihr, wie anstrengend das war, mit diesem ganzen Kamera-Equipment hier noch die ganze Zeit rumzuklettern? Ich würde sagen, die Frau sieht so ein bisschen aus wie von der KI reingemacht. Klettern ist sowieso, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Ja, das ist wie Schatten. Am krassesten finde ich bei ihr eigentlich, ja, die Sonne kommt ja auch von rechts, dass sie halt ohne Handschuhe da gerade ist. Ist sie? Ja, oder? Ja, das stimmt. Das sind keine Handschuhe. Ich denke, beim Klettern willst du schon auch. Beim Klettern will man auch Fingerspitzengefühl haben, ne? Ja. Wahrscheinlich. Also weiß ich gar nicht. Ja, würde ich mal meinen. Mit so Kreide machen die dann. Ich könnte mir vorstellen, dass du hier dich super leicht verletzen kannst bei dem ganzen Eis, beim Stein, es ist arschkalt. Ja, ja, aber du musst es vielleicht mit den Fingern spüren können, um gut zu klettern. Ich meine, wenn wir jetzt vom menschlichen Körper gegen Stein oder Eis reden, ist halt ein Handschuh, wird dich nicht viel schützen. Es wird definitiv einen Unterschied machen, denke ich. Sled Dogs. Das sind Feinis. Sehe ich doch direkt. Oh, so richtige Feinis. Ja, in Kanada, das ist das Leben. Richtige Good Boys. Oh, wie weit nördlich ist das in Kanada? Wenn die sich mal verheddern, ne? Schlitten. Katastrophe. Sind sie bereits, glaube ich. Guck dir das an. Also, ich meine, die waren mal nicht so beieinander. Je länger aber die Reise das ist lange her. Das waren ursprünglich, waren das drei verschiedene Teams. Oh Gott, Johnny, scheiße. Das ist doch verheddert. Je länger die Reise mit den Hunden geht, umso enger kommen sie zueinander. Das waren eigentlich mal drei verschiedene Schlitten. Oh, schau ich diese. Oh, das ist. Also die Leine macht mich direkt nervös. Oh, der eine mit dem gelben und der da vorne, der hat gar nichts. Nee, der ist noch. Ist der noch dran? So oh ja, ist er. Ja, ist er. Ja, ja, die Leine schleift. Aber der hat noch eine lange Leine. Hier zieht mal. Stimmt, die ganz hinten sind, die ziehen ja hauptsächlich. Die anderen sind immer so auf Lock. Ja, der eine zumindest. Auf Lock. Ich wollte auf locker sagen und dann habe ich aufgehört, weil das gerade so ein Ding ist. Ey, wir sehen euch, ne? So komisch, das sieht so aus, wären es einfach nur Statuen. Ja, die gehen aber in den Schatten. Das ist ja mega. Da ist ein Fleck Schatten und alle haben sich dort verschanzt. Die Armen. Gott, die müssen sich halt auch immer mit Sand und so beschmeißen, einfach damit sie keinen Sonnenbrand kriegen, ne? Schau dir den kleinen an. Ja. Der ist jetzt schon größer als Fuli. Elefanten sind größer als ich geboren. Elefanten sind so super, guckt sie euch an. Diese riesige Ohren, so lange Nase, was ist da los? Alles in ihrem Gesicht ist so extra vagant. Riesige Zähne. Gesicht erkannt. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, also wenn ich an den Elefanten denke, ich habe das Gefühl, in Super Mario, wenn sie vielleicht mal ein bisschen mehr mit Elefanten arbeiten würden, ich könnte mir das gut vorstellen. Ja, ja. Ich glaube, durch die Farben von Mario wäre das ein bisschen zu nah einem anderen deutschen Maskottchen. Fully übrigens im Februar produziert, weil wir wissen ja, Fully produziert alles vorher. Wieso Fully? Na doch, weil das Fully ist doch schon lange tot. Ich mache doch die Videos für dich. Du bist eine AI. Ja, aber ist ja nicht neu produziert, ist ja trotzdem altes Video. Ja, das ist der Punkt. Ich sehe Morgis Punkt. Ich lebe ja noch, während das Video hier läuft. Johnny hat seine Schuhe hier stehen lassen. Nicht mehr lange. Du bist doch Giants. Ich würde die rocken. Du bist. Ich hab doch von Gothic diese Text-to-Speech-KI und du bist doch so eine KI. Also ich würde die will mir stehen. Best Buy. Best Buy ist doch tot. Ja, das ist ja auch im Februar aufgenommen. Nicht nur Best Buy. The Big Wer bist Apple. Denn du? Oh, ich dachte, es wäre New York. Nee. Ja, das denkt man nicht. Oh, gab's das nicht? Gab's hier habe ich mal bei Fortnite gesehen. Bei typisch Andy auch? Oder stell dir mal vor, du sitzt da wie ein König. Bei irgendeiner Serie war das, da meinten die so, wir fahren nach Big Apple. Andy. Und dann die Schwester freut sich schon so. Und dann kommen sie zu. Oh mein Gott, und typisch Andy ist doch auch in Kanada. Ja, oder? Dann kommen sie hierher zu diesem Apfelmuseum. Oh, warte, waren sie wirklich da? Vielleicht. Google typisch Andy und der Big Apple oder okay. What's with Andy, heißt es auf Englisch. What's with Andy? Das Englische der war aber super scheiße. What's with Andy? Ich meine, der war grün. Apple. Aber bestimmt war es davon inspiriert.
Ja. Man konnte aber reingehen und Äpfel kaufen und so, glaube ich, war so ein Shop. Ich meine, da gibt es bestimmt auch noch ein bisschen was da hinten. Ja. Das Apfelbäume also, zum Beispiel. Leider durch Bilder alleine finde ich nichts. Die Serie ist ein bisschen untergegangen. Ja. Ich meine, es ist nicht so wichtig. Also ich finde aber genau den Big Apple, den wir da gerade gesehen haben. Oh, das sind... Ein Zugfriedhof. Ist wie so ein Flugzeugfriedhof oder sowas. Einfach so dieses... Die alten Fahrzeuge. Einfach über in der Wüste abgestellt. Oder ein Elefantenfriedhof. Ne, der ist nicht ganz so schön. Ja, aber... Aber? Cool. Nee. Naja. Ich müsste jetzt keinen Elefantenfriedhof aufsuchen. Nee, ja. Ja, aber es gibt so ein paar Löwen, die das anders sehen. Okay. Ja, wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Du bestätigst nur meinen Punkt. Ja. Oder ist doch jemand anderes? Hallo? Oh, mach mal ein Foto von dem Zug. Ja, den hat er noch nicht in seiner Sammlung. Da fehlt ein Stück. Viel übrig. Ja. Sieht aus wie ein Level von PowerPoint, nicht PowerPoint, Power Wash Simulator. Sollte ein Sponsor-Level machen. Walden 7. In Katalonien. 40, 30. Ja. 40, 30. Entscheidet euch mal. Was 40 denn jetzt? Oder 30? Ja, was denn jetzt? Heißt dein Auto dafür 40 Tonnen? Ich fahr einfach 40. Ich war einfach 50 wie überall innerorts. Dieser Moment, wenn auf der Pizza draufsteht 18 bis 12 Minuten, 8 bis 12 Minuten und man macht einfach 10. Oh, don't look down. Oh, oh. Ist halt einfach hoch, denke ich. Oh. Oh, wir fliegen richtig. Was wurde mit einer Drohne gemacht? Wo ist der dran? Drohne. Ja, aber er ist ja trotzdem 360, also schau mal hoch. Wir müssen die Drohne dann ja sehen, meine ich damit. Ja, die Drohne wird oben sein, ne, wahrscheinlich, ne? Aber. Nee. Ah, ja, das ist interessant. Die kann man ja gut. Doch, die ist da. Siehst du? Du siehst diesen Kreis oben. Irgendwo nach oben? Da. Der schwarze Kreis. Ja, das könnte was sein. Ah, ach so, aha. Okay. Und guck, da wurde so extra rausgeschnitten noch, weil mit der Turm besser reinpasst. Also, Maeve, ich sehe da ehrlich gesagt nur den Himmel. Ich bin ehrlich. Ne, ich sehe, was Maeve meint. Da sieht man so diesen Ring, aber. Ja, die Qualität ist halt generell. Und auch Licht. Ich wollte gerade sagen, die Qualität ist generell ziemlich arsch, aber wie sollte sie jetzt nicht sein bei den Informationen, die hier sind? Ja. Da sind ein paar Lichter. Aber wusstet ihr, dass in diesem riesigen Turm es kein Abwassersystem gibt? In dem da? Genau. Ich glaube, war das Wasser drum herum. Khalifa, ne? Wie war denn das nochmal? Was machen die auch? Ja, da müssen Trucks ankommen und die ganze Zeit die Scheiße rauspumpen. Oh Gott. Jeden Tag. Oh Gott. Unzählige. Da sehe ich mich. Nein, nicht wirklich, ich will nicht in die Wüste. Oh shit. Du willst nicht nach Dubai. Ja. Ah, Porto, das ist der Ort, der für die Namensgebung Portugals verantwortlich ist. Ich dachte für Porto. Was? Nee. Und was mit den Versandkosten? Heißt das nicht einfach nur Haf? Ja, aber so entstand der Name von Portugal. Oh, okay. Und das Geil steht für Möwe. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist eine Abwandlung vom Galizischen oder sowas. Frag mich nicht. Die Vögel, sie greifen an. Ich wurde mal von der Möwe angegriffen, aber das war in Frankreich. Die wollten mein Eis. Ja, stimmt, das erzählt. Frankreich. Gibt genug Videos, wo Möwen Essen klauen. Also, pass auf. Ich will jetzt niemandes Haus schämen oder so. Aber es sticht ein bisschen doof heraus. Das sieht aus wie eine dumme Küche aus den 70ern. Morgi. Das gefällt mir gar nicht. Zoom mal ran. Vor allem, er hat da eine Haustür. Das und sind da ist Fliesen. Eine Garagentür. Oh. sind das Fliesen? Das sind Fliesen. Das ist eine Tapete. Das sind doch Fliesen. Das sieht so komisch aus. Sieht aus wie eine Textur. Die gute alte Außentapete. Sieht gar nicht echt aus irgendwie. Ja, aber außen so Fliesen? Wenn man bei Gary Smut mal wieder Counter-Strike Source nicht installiert hat. Wir sollten normalisieren, Häuser von außen auch zu tapezieren, finde ich. Ich oder weiß, generell ja, innen. Halt. Oh, guck mal, da sind Fliesenmuggel links am Haus. Oh ja. Aber vielleicht ist das einfach ein Ding, was die gerne in Portugal machen. Da würde ich jetzt gerne rein. Oh, mit durch die Einbahnstraße. Heute 1. ist der Dezember. 1. Dezember.
Oh, da ist eine Straßenmalerei, die sieht man aber nicht, weil die weggemacht wurde für die Schrift. Für die Schrift, ja. Hier ist ein Lidl in der Nähe. Was, wo? Siehst du da? Ja, 450 Meter. Ja. Auf zum Lidl! Den holen wir uns. Auf geht's. Los, meine Dezembros. Lidl kenne ich, ja, ich kenn nicht mehr weiter vertraut. Vor. Ich geh noch weiter vor. Na, ein bisschen. Stopp. Hier müsste ja doch irgendwas. Da sind wieder Fliesen an dem Haus. Das ist doch kein Weg. Oder? Oder? Sind das Tapeten? Was? Guck mal da. Die haben alle so Geschenkpapier dran. Das ist wirklich, ne? Papier, oder? Nee, ja, das sind nur die Kabel, die es so aussehen lassen gerade. Frag mich, was das ist, also wie man es so macht. Oder vielleicht ist es gemalert? Ja, eben, oder? Ja. Aber dann ist es sehr konsistent gemalt. Ja. Darfst du auf jeden Fall erst ab 20 Uhr hier parken. Mit Schablonenfolien. Zählt Mosaik als Fliesen? du kannst aus Fliesen Mosaik machen, ja. Ja. Zählen diese Bügelbilder als Mosaik? Ich schätze? Keine Ahnung. Ich meine, sie sehen so aus, sind eher Mosaik-Art. Zählt Bit-Art zu Mosaik? Moi, ich glaube, wir kommen nicht mehr zu Lidl. Nee, ich glaube auch nicht. Schade. Aber hier kann man echt weit laufen. Entschuldigung, wo geht's denn jetzt zum Lidl? Wie weit? Ich glaube, man kann hier wirklich... Von hier aus könntest du sie nach Hause manövrieren. Dinner-Time. Leben. Oh, wie ein Traum. Und davon habe ich gesprochen, Moggy. Erinnerst du dich? All die Jahre hat er davon geredet. Alter. Wie ein Bär ein Lachs aus dem See reißt. Ja, einfach so. Der springt mir in den Mund. Und ich... Es wär's. Das sind so viele. Das wäre so gut. Wie wurde das Bild gemacht? Das ist schon wieder ein Bär am Strand. Da. Wie haben sie es geschafft, dass es zufällig genau jetzt dieser automatische Auslöser gedrückt wurde? Wo ist überhaupt Kamtschatka? In Russland. Russland kann überall sein. Russland ist groß. Russland ist riesig, ja. Zieh mal den Felsen daran, das sieht cool aus. Das ist in der Nähe Alaskas, also ganz. Aber das Foto wurde ja mit einer Drohne gemacht, schätze ich mal. Ne? Felsen. Da, sind Drohnen nicht ultra laut auch? Könnte eine Insel sein. Ja, ich glaube schon. Wundert mich, dass er so geschillt ist, wenn so eine laute Drohne über. Das sieht so cool aus. Und den vielleicht auch. Viele von diesen, von den Viechern da sind. Das ist ein starkes Bild. Ja. Jo. Oh. Chillende Kamele. Oh, eine wurde zensiert. Das hat zu sehr menschliche Gesichtszüge. Das ist ein bisschen zu sehr gechillt. Kamelia, bist du's? Ich mag, dass die Schnauze trotzdem noch rausschaut. Hallo. Ah ja, und da ist die Pyramide. Ach so, ja, Kamele chillen, das ist natürlich... Die existiert auch noch. Das ist natürlich ein bisschen langweiliger. Aber habt ihr schon die Kamele gesehen? Einfach schwierig gegenüber. Aber die Kamele... Ich sag, wie es ist. Ich hab öfter schon Bilder von Pyramiden gesehen als von chillenden Kamelen. Das ist Elkhorn Ark. Das sind alles Geweiher. Oh mein Gott! Ich kann nicht glauben, dass das nicht in Kanada ist. Das irgendwie ist doch das Kanada-Klischee. Irgendwie gefällt mir das nicht. Ich kann nicht glauben, dass es nicht Butter ist. Ja, es sieht beängstigend aus. Sieht aus, als wenn das. Ich meine. Sieht aber auch ein bisschen knusprig aus. So als ob so ein Riese da so ein Snack. Und der Bär schon wieder mit den Händen im Honigtopf. Davon habe ich geredet. Popcorn und Honey. Und der da drunter guckt schon in den Laden rein. Oh, ich liebe das. Oh, das ist so cool. Ey, das ist noch einer. Die sind sehr charmant, ja. Oh, der eine hält die Bank fest, dass du dich draufsetzen kannst. Zwei sogar. Zwei sind halt. Machen dir einen. Halt das ist sehr charmant. Ich glaube, das Geweihbogen-Ding, das gefällt mir nicht. Das finde ich auch unangenehm irgendwie. Ja, nee. Aber ich meine, das ist ja nichts Schlimmes, oder? Die werfen die ja ab und dann werden die gesammelt. Warum also nicht machen? Aber auch wenn sie werden nicht dafür getötet, auf jeden Fall. Ja, klar, aber die... Ja. Ich meine, das hat sowas... Wäre es in so einem Bloodborne-Setting oder so, wäre es cool. Ja. Alan Wake, Teil 2. Wenn man da unten durchgeht, da bleibst du mit der Kapuze hängen und dann... Ah, oh, nee, ist nicht schön. Nee, da bist du plötzlich einfach... Ich glaube, du bist plötzlich einfach in einer anderen Dimension. Oder hast du noch einen Adler auf dem Dach? Ein Rasenmäher? Jo. Was ist auf dem Dach? Yield. Oh, das ist voll der Raubvogel.
Ah, so ein Weißkopfadler. Beutegreifer. Mach das Geräusch. Aber was, wenn der echt ist? Und Johnny, kannst du das Geräusch machen? Ich zahl dem mal hin, dass Nee, kann ich nicht. Da, Fully kannst. Aber du hast das Delfin gemacht gerade, oder? Fully ist eine Möwe. Das ist ein Delfin. Kann ich das Geräusch irgendwie... Mach uns einen Flipper. Ich? Nee, eigentlich machen die mir so ein... Ja, die ein klingen komisches... Ich weiß gar nicht, in welche Situation sie speziell dieses Spongebob-Geräusch machen. Das klingt lustiger. Das machen sie so selten. Die sind ein bisschen gechillt. Die klicken eher so ein bisschen rum. Ja, bei denen klickt's richtig. Giant Footprint. Oh oh. Oh oh. Achso, da! Ich wollte gerade sagen, ja, ich sehe Kühe, aber. Klingt das wieder Attack? Nee. Nein. Ja, man muss halt ausprobieren, bis man's hat. War eher so ein Dino. Einfach einsam von der Palme wedeln. Oh, da hinten ist auch ein. Da ist auch ein Fuß. Hinten. Siehst du den? Hm. Ach, deswegen glauben die Amerikaner an Bigfoot. Das ist gerade Breath of the Wild irgendwie. Was steht da drin im Schild? Da kann man nicht lesen, ne? Ich glaube, das ist nicht wirklich mehr ein Fußabdruck. Doch, die haben mir mehrere reingemacht. Damit es so aussieht, als mir ein Dino langgelaufen wäre. Ein sehr großer Dino. Ja, wie sorgen die dafür, ich weiß halt nicht, dass ganz das so in Form bleibt? Oder wo wurden wir denn gespawnt? Außerdem sieht das ja aus wie ein Hinternabdruck. Erstmal hinten. Da hat jemand gesessen. Hawaii. Oh, da ist noch einer. Das ist der Fußabdruck. Hier sind mehrere. Da hinten ist noch einer. Ja, es sind mehrere. Die wurden einfach gemacht. Ja, wer auch immer hier entlang gelaufen ist. Ja, Fußabdrücke werden immer gemacht. Da ist auch ein Fußabdruck. Wie immer ist Sinkhole. Oh nein. Oh. Sinkholes sind so fucking beängstigend. Ja, wirklich. Oh, warte mal, das ist einfach. Das sind die, wo einfach der Boden unterspült wird und dann bricht irgendwann einfach so ein Kreis raus. Ja. Oder runter. Ja. Aber jetzt ist es ein Baggersee. Und dann gehen wir schwimmen. Und dann bricht immer noch was ab. Woanders. Das sieht echt cool aus. Jetzt ist so eine Lagune. Die Lagune. Gott, aber ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, weil was wäre das nochmal irgendwie? Irgendwann standen Häuser oben. Irgendwann bricht doch nochmal was ab. Mit Sicherheit ist hier einfach Zivilisation mit reingefallen. Ja. In irgendeiner Form. Das ist, ja. Aber trotzdem ein krasser Ort. Und die Treppe will man auch nicht runterfallen. Au, 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 au. Bist du mal eine Treppe runtergefallen? Keine aus Beton. Nein, generell auch nicht. Boah, und ganz unten mit deiner ganzen Geschwindigkeit knallst du ein folgendes Gitter gegen. Na, das ist der große Schaden da. Du fällst nicht mal ins Wasser oder so, sondern direkt gegen das Gitter. Wobei Wasser wäre vielleicht noch schlimmer, wenn du das Bewusstsein verlierst. Du bist dann kein Zustand mehr, wo du ins Wasser fallen willst. Bookshelf Library. Ja, oh, das sieht aus wie ein Bücherregal. Mhm. Ah. Warum ist das Kansas? Die das andere cool. Ist nicht Arkansas. America, explain! Das macht keinen Sinn. Mining Town. Oh ja, die ist verlassen. Die ist doch im Wilden Westen hängen geblieben. Oh, ich habe mir ein Video gesehen, wo jemand so eine Geisterstadt einfach gekauft hat und dann einfach sich gedacht hat, yo, hier baue ich einfach mir was auf. Jo, und er hat irgendwie voll billig bekommen. Ja, genau so eine Stadt hier. Ja, du kaufst halt die Geister. Meine ist halt teilweise echt schwer, dann Wasser mit, ne? Und alles darfst du nicht vergessen. Mhm. Was? Du kaufst die Geister mit, ne? Darfst du nicht vergessen. Ja. Da spuckt's dann überall. Aber nachts. Der hat essentiell einfach sich gedacht, ja, ich kauf die Geister. Nachts hörst du ferne Schüsse aus dem Salon. Ist das nicht das Glas drin? Begleitet von so ein paar Klavierklängen. Da wohnt doch jemand. Stimmt, John, wenn Leute gehen, wenn Leute da? Ausziehen, nehmen sie immer die Fensterscheiben. Ja, das ist John. John hat wieder das Licht angelassen. Oh, The Thing! Ist das Universal Studios? Fantastic Four. Mhm. Warum ist dann... Das ist einfach nur The Thing. Was ist denn das noch alles? Ey, der Hydrant, nicht Hydrant, der Pylon da. Das kleine... das kleine Kerlchen. Ja, nett. Ja. Würde ich hingehen, wenn ich da wohnen würde. Ist so ein Skulpturenpark wahrscheinlich, ne? Ich könnte sein. Sieht ehrlich gesagt aus wie einfach nur so eine dekorierte Raststätte. Naja, so ein kleiner Das Dino. Könnte es auch sein. Und noch einer. Gott, aber ich liebe so also so Orte, wo man Natur besichtigen kann. Einfach. Optimus Prime!
Einfach hier random. Oh. Jo. Mitten im Nichts. Henry, wir müssen noch den Parkplatz ein bisschen aufpimpen. Hast du eine Idee? Ich hab außerdem, es passiert immer wieder, dass Leute ihn anschauen und dann nicht wissen, wo sie hinscheißen können. Können die noch ein Plumpsklo hinstellen? Die machen sich doch in die Hosen. Ich sehe ja keine Bauarbeiten. Warum steht hier ein Plumpsklo? Ich wette, der hat eine super interessante Geschichte, der Optimus, also das Sixi-Klo. Wahrscheinlich hat er irgendein Hobby ist, das mal gebaut oder gekauft und er wusste nicht, wohin, hat eine Werkstatt hier aufgebaut und dachte sich, ja, ich stell den hier mal auf. Ich wette, das war so hobbymäßig, dass jemand da den die ganze Zeit zusammengeschweißt hat. Was mit dem Plumpsklo? Das hat er gebraucht zum Zusammenschweißen. Oh, wie fucking cool der ist. Der Laden hat ja auch nicht immer offen. Oder zum Zusammenschweißen. Was ist denn hier los? Salz. Ist das alles aus Salz, holy shit. Das sind shit. Doch Polen hier unten. Ich glaube, da war ich mal. Das ist reingemeißelt. Nein, das ist Salz. Ja. als ich mal in Polen war, war ich auf jeden Fall in so einem Salz. Weißt du nicht, was Salz ist? Sein. Aber ich kann mich nicht an Rom erinnern, oder? Natriumchlorid. Junge, das ist Salz. Super cool hier drin. Aber ich war noch zu jung, glaube ich, um es zu wertschätzen. Maeve. Es ist echt super. Wenn du nicht weißt, was Salz ist. Das ist kein Salz mehr, das ist Holz. Ja, sowas. An sowas erinnere ich mich. Junge. An das erinnere ich mich. Junge, das ist Holz. Als ob ich da nicht abgebogen bin, da reingegangen bin oder so. Was soll die Scheiße? Das wäre echt cool. Sieht ein bisschen aus wie die Dark Souls TTT-Map. Gott, ich muss echt mehr. Die habe ich wieder installiert übrigens. Mit meiner Familie früher waren wir so oft irgendwo einfach so Stuff besichtigen, so Tropfsteinhöhlen oder weiß ich nicht. Ich muss es viel mehr wieder machen. Ich vermisse das auch ein bisschen. Oder halt Tierparks in allen möglichen. Okay, Tierparks sollte man vielleicht nicht mehr so viel unterstützen, aber so Wildparks oder so. Na, hier kannst du ja scheinbar mal hingehen. Nicht da rein. Hinter der Tür ist. Ich bin auch oft nicht nur für die Tiere da, sondern einfach für dieses Ambiente, das so. Ja, so zum Beispiel solche Holzwege in den Berg gebaut wurden und so. Ich lieb's. Tunnel finde ich sowieso super. Und Brücken. Cube Houses. Das ist interessant. Keine Häuser. Was ist da drin? Wohnt da jemand? Ja. Wohnt man da? Ich glaube, du kannst da. Ich dachte eben, das wäre so Spiegelungen, also dass es irgendwie reflektiert, aber die. Kannst du nochmal rüberschauen, Fully? Sieht ja wirklich so aus. Ja, wohnt sich mal wirklich da, aber. Alter, das ist ja so krass. Mach dann ein Selfie auf Twitter für uns. Da einfach lang spazieren und sich denken, ja, sehe ich jeden Tag. Rotterdam, Niederlande. Rotterdam. Ja. Ja. Ich glaube, du kannst ja wirklich drin wohnen. Rotterdam. Mal sehen, wir zumindest besuchen. Sein. Klar kann man. Ja, hier sind sogar Innenbilder. Warte mal, ich habe eins für euch. Warum da ist eins kopieren? Für uns. Da haut er eins für uns raus. Ja, mach ich halt einen Screenshot. Fuli braucht ein bisschen länger fürs. Ja, Screenshot. Ja, man. Das geht ein bisschen schneller hier. Nee. Hey, was machst du gerade? Shift und S drücken. Ja, ich habe einen Screenshot gemacht, das ist halt nur. Ich habe erst mal so, ob ich es so kopieren kann. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Ja, das sehe ich, dass du einen Screenshot gemacht hast hier oben. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Die Couch ist super unsatisfying, die ist so über der anderen drauf. Der Ausblick hier, der wird beschwindelig. Oh, ich weiß, Gefühl, was du meinst. Ich werde gleich rausfallen. Als würdest du nach vorne gezogen. Ja. Aber siehst du, die Couch, das ist doch hässlich. Ja, ja. Sich da so überlappen. Sehr altbacken. Aber du kannst da drin wohnen. Stimmt, was überlappen die eigentlich? Was soll die Scheiße? Also mich darin aufhalten würde ich schon mal machen, finde ich cool, aber oh Gott, mehr so als Ferien. Ja, das meine ich. Das ist doch so dumm. Oh, du kannst ja auch nur liegen, du kannst ja nicht sitzen, weil die Beine da ja nicht. Nee. Okay, wir machen noch eins. Okay. Ein letztes. Danach haben wir es für 1,5 Stunden gemacht. Ist auch Bonus wieder gut. Oh, wir haben sehr viele Spiele gesehen auf jeden Fall von der wir Seite. Wir machen noch eins, okay? wir machen noch 10, so im Schnelldurchlauf. Na, ich meine, komm schon, willst du jetzt wirklich mit dem großen Einkaufswagen aufhören? Wir machen bis das nächste coole Ding. Hey, ich will 10 machen noch. Wir machen bis das nächste coole Ding kommt. Das hatten noch wir schon. Das ist in Kanada. Nachgemacht. Nein, wir machen auch das Graffiti. Das Graffiti fühle ich auch. Nee, okay. Guck mal, manchmal denkst du was ins Auto vorne. Hollow Mountain. Du kannst da rein. Sind da echte Höhlenmalereien drin?
Ich kann da nicht rein. Wir können nicht rein. Nee, wenn der echte Höhlenmaler rein, die. Da sind Dinos. Oh, so Dinos. Diese Tankstelle. Hä? Kannst du nicht einfach rein? Die haben einfach eine Tankstelle in den Berg reingebaut. Aber wieso können wir nicht rein? Das ist schade. Ja, dass man nicht rein kann, macht ist es. Komm, wir fahren da hin. Eines Tages. Oh, Lavasee. Guck mal, das ist Lava. Magma oder Lava? Also da denkt sich der Google-Mitarbeiter dann auch wieder. Also langsam gehe ich mal wirklich zu weit. Hatte ich schon mal gesagt? Also ich weiß nicht, ab wann genau Magma zu Lava wird. Er geht wortwörtlich zu weit. Muss man nicht sogar, wenn man so dicht dran ist, schon so einen Schutzanzug tragen oder so? Ich habe keine Ahnung, wie heiß das da sein könnte. Also du musst auf jeden Fall dich, glaube ich, oh mein Gott, das spritzt ja richtig hoch. Holy shit. Das muss was ultra heiß da sein. Eine Schutzbrille auf. Dass die Kamera da nicht kaputt geht. Ich habe mal gehört, die Hitzeausstrahlung soll gar nicht so krass sein von da, aber es ist halt viel schlimmer mit den ganzen Gasen. Das kann also sein. Du kannst super nah ran und es ist nicht so heiß. Du darfst es natürlich nicht berühren, aber es ist nicht so schlimm, wenn man sich's vorstellt. Du darfst es schon berühren, aber so heiß. Ja, okay, halt dann. Ist halt ungünstig. Richard, geh doch mal einen Schritt näher ran, damit wir bessere Bilder kriegen. Ich habe Höhenangst, du machst das. So sind wir hier nicht. Einmal runterfilmen, bitte. Ich komme irgendwie nicht mehr voran, aber ja. Nee. Lavasee, der ist cool. Gönnt euch einen Schluck. Köstliche Lava! Lecker. Ja, das ist wie wenn man sich einen Sandwich-Toast mit Scheiblettenkäse macht. Ist ungefähr genau das gleiche, ja. Wir haben auf jeden Fall von der Webseite richtig viele Sachen gesehen, nämlich ganze zwei. Ja. Aber vielleicht schauen wir mal ein Video bei eh am besten. Ja. Das wäre echt cool, ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.